Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen herzlichen Dank, dass Sie so zahlreich hier auf unserer Festival oder in den Balloni-Hallen, dem letzten Kartentisch an diesem Festivalsonntag erschienen sind. Im Namen der Programmleitung, der Programmdirektion der Philkolon, vielen herzlichen Dank für dieses zahlreiche Erscheinen. Meine Damen und Herren, Herfried Münkler, der Ein-Mann-Stratege, das Ein-Mann-Department der Deutschen Strategieberatung, hat unlängst in einem Interview mit dem Handelsblatt auf die Frage, ob Deutschland, ob Europa nach der Zeitenwende aufgewacht sei, zu Protokoll gegeben, ja, man ist aufgewacht, es sei allerdings oder es bliebe allerdings die Frage, ob man ausreichend wach geworden sei. Die Botschaft ist eindeutig, das heißt nämlich, Aufwachen allein reicht nicht, es kommt auf den Grad der Wachheit, auf den Grad des Aufgewachtseins an. Wenn man diese neue Botschaft anlegt und sich die Botschaften anhört, die uns tagtäglich aus Berlin erreichen, dann kann man tatsächlich gewisse Zweifel haben, ob der Grad an Wachheit, den wir angesichts der Krisenlage benötigen, wirklich erreicht ist. Diese Frage stellt sich angesichts unseres heutigen Gastes, Festivalgastes, auf keinen Fall. Denn wenn man das Prädikat aufgewacht auf einen der aktuellen deutschen Politiker anwenden kann, dann ist es auf unseren heutigen Gast. Sie ist wie keine andere, ist sie diejenige, die das Voldemort-ABC, all der Dinge, die so lange nicht, deren Name so lange nicht genannt werden durfte, wie K wie Krieg, V wie Verteidigung, W wie Wehrpflicht. Sie scheut sich nicht, diese Dinge anzusprechen. Begrüßen Sie mit mir, meine Damen und Herren, Agnes Strack-Zimmermann hier mit Florian Schröder auf dem Situation Room unserer Festivalleitung. Abend. Wurde gerade schon wieder mein halber Name weggelassen. Habe ich Agnes gehört? Ich habe Agnes auch gehört. Ich dachte, dass die Marie, meine Urgroßmutter, dreht sich im Grabe um. Was ist Ihnen wichtiger? Marie, Agnes oder wenn Sie sich entscheiden müssten? Ich hatte keine Wahl. Ich kam auf die Welt und wurde so genannt. Und als ich mich damit konfrontiert sah, habe ich es hingenommen. Aber der Name ist Marie Agnes. Und was wäre jetzt Ihnen lieber, also Marie oder Agnes im Zweifel, wenn Sie jetzt entscheiden müssten? Ich kämpfe auch immer um die Erst- und Zweitstimme. Ah, verstehe. Ja. Sehr gut. Schön. Ja. Da sind wir direkt eingestiegen, ohne das Publikum zu begrüßen. Ich eigentlich sehr angenehm, weil wir uns vorhin beim Soundcheck schon vorgenommen hatten, einfach sitzen zu bleiben. Und um 20 Uhr geht einfach das Mikrofon an und die Leute steigen da ein, wo wir sind. Und wir versuchen gar nicht so eine Randschmeißerei als Publikum, nämlich da einzusteigen, wo die Leute sind, sondern man muss mit uns mithalten und nicht umgekehrt. Aber jetzt haben wir doch gedacht, wir kommen raus. Dafür haben Sie die Show angefangen und direkt sich beschwert über die Anmoderation. Ich sage jetzt formal, wenn Sie erlauben, guten Abend, meine Damen und Herren. Wir beide, Marie Strack-Zimmermann und ich, mein Name ist Oliver Pocher, wir freuen uns sehr, dass wir heute Abend hier sind. Ich habe mir viele Fäkalwitze über Sie ausgedacht, um das Niveau der deutschen Comedy heute Abend zu halten. Und wir haben uns kennengelernt, das müssen wir vielleicht kurz erzählen, wir haben uns kennengelernt bei einer... Jetzt keine Details. auf der Toilette haben wir uns kennengelernt. Sie kam raus, ich wollte rein und schon was passiert. Im ICE 935 von München nach Dortmund. Also, wir haben uns kennengelernt vor 2 Jahren, 2022, als Frau Strack-Zimmermann zu Gast war in meiner Sendung im ersten deutschen Fernsehen, der Florian Schröder Satire-Show, damals aufgezeichnet am 22. Februar des Jahres 2022, geplanter Ausstrahlungstermin 24. Februar 2022. Und wir hatten damals, und das war für die damalige Zeit, glaube ich, sprechend, ein ausgesprochen lustiges Gespräch. Ja. Und Sie haben was verpasst. Es tut mir echt leid. Genau. Und es war wirklich sehr, sehr schön, sehr lustig. Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat bekannt, wie sexy sie Putin auf dem Pferd findet. Der Oberkörper gut trainiert, wunderbar. Dass sie da auch ein bisschen hot wird. Ich habe entsprechend meinen Teil dazu beigetragen. Es war wirklich ein lustiges Gespräch. Ja. Und dann kam der Sendungstag. Und interessanterweise ist diese Sendung im Giftschrank verschwunden. Warum, wissen wir bis heute nicht. Seltsam. Ja. Wir können es uns gar nicht erklären. Doch, es gibt sie, glaube ich, in der Mediathek. Die ARD hat das getan, was sie am besten kann, nämlich irgendwann, wenn es nicht auffällt, das Ding doch noch in die Mediathek gestellt. Und in der ARD-Mediathek weiß man, es reicht, man stellt da was rein, damit es nicht gefunden wird. Genau, ich glaube, 10 Leute haben es angeklickt. Ja. Ja, das fand ich schon stark übertrieben, aber...
Und dann haben also wir ARD Mediathek. Ja, und dann haben wir uns gedacht, heute Abend setzen wir das fort, was damals begonnen hat, aber unter anderen Vorzeichen, denn jetzt sind Sie ja gewählt und werden nach Brüssel gehen. Und die erste Frage, die ich mir am Wahlabend gestellt habe, als ich hörte, so roundabout 5% für die FDP, wie viel 5,2. Ja, wir wollen da schon präzise sein. Also knapp über 4. Das ist, wenn Sie abnehmen oder zunehmen wollen, wissen Sie, ist da, zählt jedes Gramm. Ja, das kenne ich sehr gut. Sehen Sie? Also 5,2, meine Damen und Herren, für die FDP. Ich habe mich am Abend der Europawahl gefragt, ohne Sie als Spitzenkandidatin, wären es 10 oder 2 geworden? Hinter dem Komma. Vor dem Komma. Ach so, das weiß ich nicht. Was tippen Aber Sie? Es waren, ich habe keine Ahnung, aber ich habe mal die absoluten Zahlen angeschaut. Es waren 2.050.000 und da habe ich gedacht, na immerhin, 2 Millionen Idioten gibt es doch noch, die die Stimme geben. Ich dachte auch, wie ist das, dass die FDP-Wähler ausgesprochen am Wahlabend der Europawahl 5% geben? Haben Sie nicht mitbekommen, dass es keine 5%-Hürde gibt? Das ist eine interessante Frage. Finde ich auch. Vor allen Dingen haben mir manche Leute gesagt, ich wähle sie nicht, was eine Frechheit ist, selbstredend, weil ich nicht möchte, dass sie von Berlin nach Brüssel gehen. Und dann habe ich erklärt, dass das jetzt keine Rolle spielt, weil ich gehe auf alle Fälle. Weil 1% schafft sogar die FDP. Also insofern hat der eine oder andere dann doch gesagt, okay, dann kriegt sie mal die Stimme. Also, ich treffe ununterbrochen Leute, die behaupten, sie hätten mich gewählt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich sage, haben Sie einen Screenshot gemacht? Sagen Sie einfach so. Und, da kommen Leute auf Sie zu und haben den Wahlzettel. Ja, ich wollte Ihnen sagen, ich habe Sie übrigens gewählt. Und dann sage ich, das kann ja jeder behaupten. Genau, und keiner kann das nachweisen. Aber Sie meinen es alle nett. Ja, mehr oder weniger. Mehr oder weniger, ja. Genau. Vielleicht wollen die auch nur Kontaktangebote machen, weil sie sonst nicht in der Lage dazu wären. Sie meinen, das ist eine gute Brücke zu sagen, ich habe Sie gewählt. Ja. Ja, das kann natürlich sein. Kann ich schon ein Foto haben? Ja, kann ich. Ich habe Sie gewählt. Die Station, die hat sich mit mir fotografieren lassen. Ich habe dir vorher erzählt, dass ich sie gewählt habe. Wenn man das sagt, macht die alles. Genau, genau. Die glaubt alles. Die glaubt alles, die macht alles. Korrupt bis in die Zähne. Richtig, FDP halt. Ja, genau. Nur für die Reichen. Richtig, nur für die Unternehmer. Frage des Preises. Ja, furchtbar, widerlich. Ja. Und überhaupt, Rüstungslobby, sage ich da nur. Ne? Richtig. Rheinmetall, Düsseldorf. Ja. Dass überhaupt so viele Kölner gekommen sind heute. Die Frage ist, ob es auch keine Kölner hier gibt. Die Frage ist, dass so viele hierhin in diese Ihnen verfeindete Stadt kommen. Ist das ein Kompliment oder eine Ohrfeige? Nein, nein, die Stadt ist mit mir gar nicht verfeindet. Weil wir ja, sobald wir außerhalb des Rheinlandes sind, stehen wir ja eng zusammen. Ich bin ja gerade durch ganz Deutschland gereist, wirklich durch ganz Deutschland. Und ich merkte immer, wenn mir Rheinländer begegnen, ist es dann doch nochmal was anderes. Was einfach ist nett. Was ist ja, anders? Gut drauf. Und ja, die ganze Republik ist ja extrem schlecht gelaunt gerade. Ich hoffe ja, dass Deutschland Europameister wird. Nicht, weil das jetzt als solches so wichtig wäre, sondern dann wäre mal so eine kollektive gute Laune. Und die brauchen wir ganz dringend. Ja. Und wenn Sie im Ausland sind, also im Ausland außerhalb des Rheinlandes. In Bayern. Zum Beispiel, oder in Sachsen. Sie können das ja immer so schön nachmachen, die Dialekte. Na klar. Genau. Dann, aber ich mach's nie, wenn Sie es wollen. Ja, ich find's herrlich. Ich höre es so gerne. Also, ich war auch in Schwaben. Wirklich? Das ist meine Heimat fast. Ich komme aus Baden-Württemberg. Ja, es ist. Aber Schwaben ist kein Spaß. Er ist wie, kann man nur einen Knopf drücken und dann kommt die richtige. Können Sie auch, in Thüringen war ich auch. Nee, Thüringen war ich ja gar nicht. Ach, sehen Sie? Nee, warum? Hat ja Höcke nicht. Sie verdrängt? Nein, soweit ist es schon. Das war das einzige Bundesland, hat Höcke die wollten Sie mich nicht. Nein, nein. Die wollten Sie nicht? Nee, die wollten mich nicht. Wegen Höcke? Hat der gesagt, die kommen nicht rein? Nein, also Herr Höcke nicht, aber es war das einzige Bundesland, was das nicht organisiert bekam. Mhm. Aber wie dem auch sei, um darauf zurückzukommen, ja. Das Rheinland als solches ist eben sehr schön, wenn man es woanders trifft. Die Humorschwelle ist niedriger, also Sie setzen sich hin und sagen, heben an, und alle lachen schon. Ja, das kennt man sonst nur von Shows von Mario Barth. Ne? Genau. Der Witz ist klar, aber warte, alle lachen, obwohl so. Der Witz noch gar nicht kommt, weil und alle sie sagen, ihn kennen. Und sie heben wirklich nur an und sagen, also da kommt eine Frau mit 80 auf die Bühne. Und dann lachen alle. Ja. Und keiner weiß, was ich eigentlich sagen wollte. Und wenn sie dasselbe versuchen in Sachsen-Anhalt zum Beispiel, gut, dass die Wahl vorbei ist, jetzt kann ich das ja sagen, dann kommt keine Reaktion. Dann denkt man, okay, musst du irgendwie anders anfangen. Und am Ende sagen ihnen die Leute, das war richtig lustig, es war toll, Frau Schack-Zimmermann. aber sie haben die ganze Zeit gedacht, okay. Und gerade ich,
wenn man die Gesichter so verschwommen sieht, also denkt man, gut, musste ein bisschen mehr Gas geben. Mhm. Schwierig. Mhm. Ja, man nennt das das schwäbische Syndrom. Da kommen die Leute danach und sagen, es war super. Aber ich habe es nicht so zeigen können. Ja. So ist das. Und deswegen ist das Rheinland und deswegen ist die Schiene Düsseldorf, Köln, Bonn einfach eine coole Schiene. Jetzt gehen Sie von Berlin nach Brüssel. Was würden Sie sagen? Wie sind mehr Menschen in Berlin froh, dass die Alte endlich weg ist? Oder graut mehr Leuten in Brüssel, dass die Alte jetzt kommt? Ja, das ist eine interessante Frage. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie nach 5 Minuten schon so intelligente Fragen stellen. Aber die Frage ist berechtigt. Ja, deswegen stelle ich sie. Ja. Ja, also, ich bin hier, um Sie zu überraschen, ja, meine Liebe. Ja, ich merke das schon. Ja. Merke das schon. Mhm. Also ich würde mal sagen, es gibt Leute in Berlin, die glauben, dass ich weg bin. und es soll Leute geben in Brüssel, die freuen sich auch. Davon war keine Rede, das fand ich Teil meiner Frage. Ach so. Sie meinen, ob die mich fürchten? Ja, natürlich. Nee, das glaube ich nicht, weil da sind ja nun, wie wir wissen, 27 Staaten an Bord und ich glaube 26 davon freuen sich auch durchaus, dass jemand ist, der dem Bundeskanzler manchmal ein bisschen liebevoll erklärt, was man tun sollte, wenn man erfolgreich sein sollte, möglicherweise. Mhm. Insofern, wir lassen uns überraschen. Sie können mich ja in einem Jahr wieder einladen. Ja, mit Sicherheit. Dann sage ich Ihnen, wie Brigitte Diät, vorher, nachher. Ich bin sicher, der Bundeskanzler wird am frohesten darüber sein, dass Sie weg sind, denn Sie haben ihm ja auch autistische Züge unterstellt. Würde ich nie wieder in den Mund nehmen. Nicht, aber es ist geschehen, deswegen darf ich es zitieren. Oder verklagen Sie mich dann? Nee, das ist ja nicht erforderlich, weil ich damit etwas ausgelöst habe, bei allen, nur nicht bei dem, den ich gemeint habe. Ah, ja. Aber dass Sie bei dem nichts mehr auslösen, das hätten Sie doch wissen müssen, wenn Sie ihm autistisch unterstellen. Ja, aber ich habe gedacht, probier's mal. Ah, okay. Ja. Ist das Rechthaberei oder Mütterlichkeit? Oder? Mütterlichkeit. Dass Sie es trotzdem probiert haben, obwohl Sie wussten, dass es ein hoffnungsloser Fall ist. Mütterlichkeit bei Olaf Scholz, Sie haben mich jetzt völlig irritiert. Nee, ob es ihm mütterliche Züge... Also, dass Sie sagen, ja, ich habe so mütterliche Gefühle, ich probiere es nochmal. Vielleicht ist doch noch irgendwie. Also, vielleicht kann man ihn irgendwo noch erreichen. Also, oder so. Vielleicht sollten wir es dabei belassen, dass Herr Scholz und ich ein Jahrgang sind. Ich weiß, das sieht man nicht. weil mein Kopf anders voller ist. Aber wir sind, übrigens auch wie Ursula von der Leyen, wir sind alle 1958 geboren. Mhm. Mega Wahljahr. Mhm. Mega. Mhm. So, und insofern, mütterlich wäre jetzt schwierig, wenn einer 3 Monate jünger ist. Also ich war frühreif, aber so frühreif dann doch nicht. Ja gut, aber bei einem, der so viel Mitleid auslöst wie der Bundeskanzler, hätte das doch sein können. Ist das so? Ja. Löst er Mitleid aus? Bisschen schon. Also wenn ich ihn bei Instagram sehe, wie er da rumtapst, dann denke ich schon, Olaf, nein, gut, dass du nicht Kanzler werden nein, willst. Nein, da darf man nicht unfair sein. Ich finde es interessanter, wie bei TikTok, von dem ich ja so gut wie gar keine Ahnung habe, aber ich habe mich darauf eingelassen. Sie sind eher Generation Instagram, ne? So jetzt vom Jahrgang 1958 ist die Instagram. Das ist ja die Generation Facebook. Nein. Jahrgang 1910 ist Facebook, 1950 ist Instagram. Ah, okay. Ja, okay. Genau. Und okay. Ganz vorher, Jahrgang 1895, ist StudiVZ und MySpace. Okay, also der Beginn der Digitalisierung. Ja, ja, genau. Das macht Sinn. Ja. Interessanter Bogen. Ja, ne? Okay, also was ist denn dann TikTok? Irgendwie das Jahr 2080? In etwa, so okay, ja. Gut. Aber jetzt nochmal zu... Da war es viel besser. Sie sind nicht bei TikTok. Ich bin bei TikTok, natürlich. Ja, und? Mega. Weil der Kanzler ist bei TikTok. Nein, also weil Maximilian Krah da ist. Seine Tasche. Ah, der Mann, der den Männern gesagt hat. Ja. Er hat den Männern gesagt, ein Drittel von euch habt keine Frau. Genau. Ein echter Mann ist rechts. Richtig. Ich habe dem geantwortet auf TikTok. Ja. Vielleicht hilft es auch, eine Frau zu bekommen, indem man einfach höflich ist. Also ich meine, sich nicht auf den Platz fleht, bevor die Dame reinkommt oder mal einen Mantel abnimmt oder... nicht die Tür vor der Nase zufallen lässt, mal so ganz einfache Tipps. Ja. Und hat er reagiert? Nein, er reagiert ja nicht mehr. Er darf nicht mehr reagieren. Richtig. Mhm. Haben Sie den Europawahlkampf unseres Bundeskanzlers mit der Spitzenkandidatin, Ihrer Kollegin Katharina Barley, verfolgt? Der Kanzler war ja auf allen Plakaten mit drauf und man kann sagen, vielleicht ist das der Grund, warum die SPD so schlecht abgeschnitten hat. Weil wer sorgt dafür, dass wirklich das unattraktivste Pferd im Stall noch mit der eigentlich sympathisch gewinnenden Kandidatin auf einem Foto ist? Frage, ist das der Grund? Ist das der Grund, warum Christian Lindner entschieden hat, nicht mit aufs Plakat zu gehen?
Komisch. Ich habe einen Moment gedacht, die Frage ist interessant und positiv. Das Publikum findet super. Ja, ja, wir sind ja auch hier in Köln, haben wir es wieder. Machen Sie sich und da habe ich gedacht, aha, jetzt kommt die Kurve. Gut, die Kurve, ich dachte, Sie nehmen eine andere Kurve. Kommt noch. Weil kommt die noch. Wahlkampagne war ja von Kevin Kühnert. Natürlich, aber das ist, beantwortet nicht die Frage. Nein, Christian Lindner hat auf den Podien, auf denen wir waren, immer gesagt, Strack-Zimmermann hat es nicht nötig, ich brauche seinen Glanz nicht. Ich habe meinen eigenen. Aber eher Ihren. Nein. Aber um die Frage zu beantworten, ich lenke jetzt mal kurz ab, ich war überrascht, dass der Bundeskanzler mit aufs Plakat ging, aber nach einer Weile war ich es nicht mehr, weil es hat auch Friedrich Merz wurde plakatiert mit Frau von der Leyen. Frau von der Leyen hat ja auch nicht kandidiert. Das mag jetzt den einen oder anderen irritieren, aber es ist so, Herr Merz auch nicht. Herr Habeck war auf dem Plakat, Frau Baerbock, Frau Wagenknecht. Also es wimmelte von Plakaten, von denen, die gar nicht kandidieren. Mhm. Jetzt ist es so, dass Katharina Barley ja in ihrem Europawahlkampf, und jetzt kommt vielleicht der Link, der Ihnen sympathischer ist, diese drei Fotos gepostet hat, und zwar am 9. Mai, am Europatag. Katharina die Gerechte, Katharina die Starke und Katharina die Mutige. Sie hätte auch gleich Katharina die Zweite, die Große, plakatieren können. Es wäre aufs Gleiche rausgekommen. Es war ein Instagram-Post, muss man dazu sagen, kein Plakat. Aber es war ein ungeschickter Tag, der Tag des Sieges in Russland. Und dann hat sie so eine... Der war aber am 8. Mai. So eine Matruschka-Puppe, dann war es am 8. Mai. Ja, dann hat sie so eine Matruschka-Puppe aufgemacht, als würde sie Ursula von der Leyen köpfen. Das ist auch so eine russische Puppe. Und sagte dann, die beste lebende Sozialdemokratin sei Manuela Schwesig, nachdem sie gefühlte 30 Minuten nachgedacht hat. Die Frau war dabei, live von den Farben. Und ich habe immer gedacht, sag einfach Olaf Scholz. Richtig. Man darf auch mal was sagen und die Finger ganz schnell kreuzen. Und dann? Ja. Ich habe wirklich in dem Moment gedacht, komm, sag einfach Olaf Scholz. Punkt. Ja. Warum haben man Sie muss nicht, nicht? Man darf auch in der Politik mal ein lügen. Bisschen mogeln. Ja. Haben Sie es ihr ins Ohr gesagt und daraufhin kam sie auf Schlesig? Nein, ich war ja weit entfernt, weil die Frage, weil sie wirklich relativ lange gebraucht hat. Und dass sie bei Frau Schwesig landete, war überraschend. Gut. Sie hätte ja auch den Bundespräsidenten nehmen können. Natürlich. Oder Herrn Müntefering. Aber das sagt doch was aus. Die Frau, die 20 Millionen von Gazprom genommen hat, um Nord Stream 2 bauen zu können. Wie viel Russlandophilie steckt in der SPD? Das ist ein schwieriges Thema. Es liegt ein bisschen daran, wo Sie sind. Ich habe ja auch Wahlkampf in den neuen Bundesländern gemacht. Und da bin ich einem Journalisten begegnet, der in Brandenburg zu mir sagte, also ich führe jetzt ein Interview mit Ihnen, sage ich, ja, ist nett. Und dann fing er direkt an und sagte, im Übrigen, wir mögen die Russen hier alle. Und dann habe ich gedacht, was ist das für ein Intro? Da habe ich gedacht, das dürfen Sie, das ist jetzt okay. Aber was hat das jetzt mit unserem Gespräch zu tun? Und das war ein ganz junger Mann. Also er wollte das sozusagen schon mal einsortieren, was ich etwas befremdlich fand. Und ich habe ihm gesagt, vielleicht können wir mal diese West-Ost-Nord-Süd-Nummer ein für alle Male begraben, weil es mir inzwischen auf den Keks geht. Und das hat er dann auch. Aber er hat auch abgehoben darauf. Das mit Frau Schwesig ist eine interessante Frage, weil sie ja eine Stiftung gegründet hat, die ja irgendwie etwas unklar ist. Und dass der eine oder andere in den neuen Bundesländern, obwohl ja Russland bzw. die Russen während der Besatzungszeit die damalige DDR nicht gut behandelt haben, fand ich die emotionale Nähe, überrascht mich. Aber auf der anderen Seite sind das natürlich auch in meinem Alter, die eben nicht Englisch, sondern Russisch in der Schule lernten. Also dass da eine gewisse Nähe ist, das kann ich schon verstehen. Aber dass angesichts der Dramatik, in der wir uns gerade befinden, ist es dann doch vor allen Dingen bei jungen Leuten erstaunlich. Nun haben Sie ja im Europawahlkampf auch, sagen wir mal, Dinge plakatiert, die... Hat es Ihnen gefallen? Mein Geschmack tut nicht. Ah, okay, Sie sind so einer, sind Sie. Ich bin da objektiv und unabhängig. Ja, das total. Das ist mir ganz wichtig. Ja, ja. Ich bin zwar hauptberuflich Systemschranze, aber hier will ich so tun, als sei ich unabhängig. Okay. Da habe ich schöne Eurofighterinnen habe ich gesehen. Haben Sie nicht gesehen auf dem Plakat? Bitte? Haben Sie nicht gesehen auf dem Plakat? Es war nie plakatiert. Das war wie Katharina die Gerechte, hat es aber nicht besser gemacht. Dann habe ich gesehen die Oma Courage-Kampagne. Jetzt kommen Sie mir nicht mit Bertolt Brecht. Nein? Nein, wir sind hier in Köln. Hier kennt ihn keiner, nur in Berlin beim Brecht-Theater. Da unterschätzen Sie die Kölner. Nein.
Ich wusste es. Nach 20 Minuten haben wir das erste Bu. Ich bin froh, dass es endlich ein Bu gibt. Ja. Weil ich ein halbes Jahr auf Wahlkampf war und es war, hat immer nur 2 Sekunden gedauert. Ja. Das hat jetzt etwas länger gedauert. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld. Ja. Nein, wir wollten es nicht zu entspannt für Sie machen, aber wir wollten, dass die ersten Buhrufe nicht beim Thema Israel und Palästina kommen, sondern beim Thema Bert Brecht. Ja. Deswegen habe ich, das ist nämlich Phil Cologne, wenn Protest bei Bert Brecht kommt. Da weiß man, wo man ist. Nee, das ist wichtig, weil wir ja sehr ernst sind und es geht ja hier um Literatur und Philosophie und nicht um irgendwas. Deswegen muss ich doch noch mal kurz auf Bert Brecht eingehen an dieser Stelle, denn dieser Oma Courage-Gag war ja schön, aber unlogisch, ne? denn diese Frau verdient ja ihr Geld mit Krieg und macht damit Geschäfte. Nicht die Oma, Sie meinen die Mutter. Die Mutter, natürlich, die Mutter, es geht die Oma Mutter nicht. Courage heißt es original, liebe Zuschauerinnen. Es heißt original Mutter Courage und ihre Kinder, also wir müssen das jetzt mal ein bisschen einordnen. Die sie gibt wegen ihrer Geschäfte mit dem Krieg. Ja, aber habe ich Mutter Courage oder hieß ich Oma Courage? Aber ist das nicht die Assoziation? Und wenn ich hier kurz Brecht zitieren darf, Frau Strack-Zimmermann. Dafür brauchen Sie einen Zettel, ich merke das schon. Ich bin die Generation, ich bin Generation TikTok, ich kann mir nichts mehr merken. Ich lasse mir den Krieg von euch nicht madig machen. Es heißt, er vertilgt die Schwachen und die sind auch hin im Frieden. Nur der Krieg nährt seine Leute besser. Und geht er über deine Kräfte, bist du beim Sieg halt nicht dabei. Der Krieg ist nichts als die Geschäfte und wie mit Käse ist's mit Blei. Ist es das, wo Sie hinwollen, Frau Strack-Zimmermann? Ich finde es, wenn es nicht so ernst wäre, räume ich ein, fand ich die Diskussion wunderbar. Weil wir wollen natürlich plakatieren, wobei das auch nie plakatiert wurde, es war in sozialen Netzwerken, um auch eine Diskussion loszulösen. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Dass das jemand noch mal liest? Dass es jemals jemand gelesen hat? Nein, dass der Intendant des Bertolt Brecht Theaters reagierte, das konnte ich nachvollziehen. Ja. Ich würde mal sagen, außerhalb der sehr literarischen Community. Ich habe nämlich auch lustige Sachen erlebt, weil jemand dann zu mir sagte, Oma Courage und deine Kinder, du verheizt deine Kinder. Nee, habe ich gesagt, das ist die Mutter, nicht die Oma. Und dann war sie ganz irritiert. Aber die Oma ist ja auch Mutter, sonst wäre sie nicht Oma, habe ich gelernt im Biologieunterricht. Ja, aber in diesem Fall war es die Mutter der Mutter. Hm. Ja, und das hat zur Irritation geführt. Verstehe. Also die Assoziation war eine andere. Hm. Aber es wurde darüber diskutiert und deswegen war sie eine gelungene. Ist alles gelungen, was einen Shitstorm gibt? Nee, das war ja nicht nur ein Shitstorm. Es war mehr. Es soll ja Leute geben, die auch Humor haben. Ja. Ich kokettierte ja da mit meinem Dasein, dass ich Großmutter bin. Mhm. Und die meisten haben das auch so gesehen. Es ist natürlich eine Diskussion, die, ich würde mal sagen, sehr tiefschürfend ist. Und jetzt will ich mit Ausnahme aller der hier Anwesenden selbstredend, würde ich mal sagen, nicht alle sind so tiefschürfend. Aber das Taurus-T-Shirt auf der Weltsicherheitskonferenz, dieses Selfie, sind Sie da im Nachhinein stolz drauf oder sorgt das nicht für eine Banalisierung der Debatte? Nee, da bin ich gar nicht stolz drauf, weil es war auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Ich habe ja sehr viel Kontakt zu Ukrainerinnen und Ukrainern und die mir immer regelmäßig das ein oder andere T-Shirt geschenkt haben. Und in diesem Fall hat man mich gebeten, ob ich es mal anziehe. Und dieses Bild wurde gemacht und ging dann viral. Das hat mich im Nachhinein geärgert, weil das aus dem Kontext gerissen war. Ich habe das gemacht, um denen das zu zeigen. Dann wurde es sofort eingepackt. Es ist inzwischen im Haus der Geschichte. In Bonn. Weil dann gab es wieder Aufregung. Es regt sich ja immer, irgendeiner regt sich ja auf. Und das wurde dann die ganz große Erregung. Und dann rief mich der Leiter des Hauses der Geschichte an. Er hätte dieses T-Shirt gerne. Weil er fände es sehr spannend einzuordnen. Und dann habe ich ihm gesagt, ich habe eine gute Nachricht, Sie bekommen das. Da ich es auch nur 30 Sekunden trug, ist es auch nicht durchgeschwitzt. Und ich habe noch 5 weitere, die einmal mit einem Leopard, einmal mit einer Iris T, also immer sehr unterschiedlich. Und die habe ich ihm geschenkt und habe aber darum gebeten, jetzt kommt natürlich der Augenblick, an den ich jetzt an meine Enkel und Urenkel denke, es doch im Kontext zu zeigen, mit der Bitte, dass es auch da steht, wer es 2 Sekunden trug. Damit meine Enkel und Urenkel mal ins Haus der Geschichte, da werden ja alle aus dem Rheinland hin, müssen ja hin, aber wird das erklärt und damit dann meine Enkelkinder schreien können,
das ist die Oma gewesen. Ja, irgendwie muss man ja ein bisschen was von sich übrig lassen. Nein, aber um ernst zu sein. Ist es das wirklich, was von Ihnen bleiben soll? Nein. Es war im Nachhinein, hat mir das leid getan, weil es in der Tat, um das auch zu sagen, das Thema viel zu ernst ist. Die Ukrainer kompensieren sehr viel ihrer Sorgen, eben auch mit Bildern, mit Illustrationen, die wir hier, die wir nicht im Krieg sind, die begrenzt nur nachvollziehen können, was sich seit knapp zweieinhalb Jahren dort abspielt. Das heißt, dieser Galgenhumor, der dort auch sich widerspiegelt, den können wir hier nicht nachvollziehen. Und deswegen sollte man das einordnen. Und das gelingt natürlich nicht, wenn ein solches Foto viral geht. Insofern habe ich es bedauert, ich hätte das T-Shirt nicht anziehen sollen, Feierabend. Aber es ist gewesen, wie es ist. Und deswegen das einzuordnen, macht schon Sinn. Wenn Sie gefragt worden wären, wer der beste lebende SPD-Politiker ist, ich nehme an, Sie hätten Boris Pistorius gesagt? Ich hätte, also wenn ich gefragt wäre, wer der beste lebende SPD-Politiker ist, das war der Trick. Hätte ich Boris Pistorius gesagt, mit dem ich jetzt die letzten anderthalb Jahre zusammengearbeitet habe. Also es ist immer... Den schätzen Sie? Den schätze ich sehr. Ja. Den schätze ich ausgesprochen. Und ich schätze ihn erstens mal, ich kenne ihn nicht gut, aber länger schon, weil es gibt eine parlamentarische Versammlung der NATO, also alle Mitglieder der NATO treffen sich die Parlamentarier, die da abgeordnet sind, und er hat den Bundesrat als seinerzeit Innenminister von Niedersachsen vertreten. Und da fand ich ihn schon einen guten Typ, weil er ist geradeaus, ich schätze das sehr, nicht so diese ewigen Vorspiele und hintenrum durch die Bluse, sondern direkt Sachen, was... Also nicht wie der Olaf? Ja, weil es ist ja, ich weiß, Menschen sind unterschiedlich sensibel. Ja. Aber ich glaube, dass wir angesichts der Lage, in der wir heute sind, ist die Fairness und Ehrlichkeit bedarf auch zu sagen, was Sache ist. Und dann kann man über Lösungen, Möglichkeiten auch sehr kontrovers diskutieren. Aber den Tatbestand müssen wir jetzt hier nicht rumeiern. Mhm. Und das schätze ich an ihm, dass er das Wort auch ausspricht, um was es geht. Und ich weiß, als er seinerzeit vor ein paar Monaten sagte, wir müssen kriegstüchtig sein. Ich las es und wusste, jetzt wird es richtig abgehen, weil das Wort kriegstüchtig wird jetzt eine irrsinnige Erregung erzeugen. Aber er hat natürlich völlig recht. Es hat ja keinen Sinn, ein anderes Wort dafür zu nehmen, als das, was wir gerade in der Ukraine erleben. Und insofern fand ich das klar und mutig. Ich schätze ihn und ich finde spannend, dass er hat sein Amt angetreten, vor 16 Monaten erst, kommt einem viel länger vor. Und er ist seitdem der beliebteste Politiker in Deutschland. Und das spricht wiederum, dass Menschen eben Offenheit und Klarheit auch durchaus schätzen. Aber die Frage, die sich auch stellt angesichts der Debatte, die entstanden ist, nachdem der Begriff kriegstüchtig fiel, ist ein Land als kriegstüchtig zu bezeichnen, das Maximilian Krah braucht, um uns sagen zu lassen, dass wir wieder Männer sein müssen? Maximilian Krah braucht man nicht. Und die Drittel Männer, die sich von ihm angesprochen fühlen, braucht man auch nicht. Um das mal ganz klar zu sagen. Der Mann ist gefährlich. Er schürt Ressentiments. Ich habe zugegebenermaßen, grenzt das schon an Vergewaltigung der eigenen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin gebeten, das Buch, was er geschrieben hat, zu lesen für mich. Es hat lange gedauert, bis wir es bekommen haben, weil wir gesagt haben, wir wollen es nicht kaufen. Keiner im Bundestag wollte es kaufen. Es gibt aber in der Bundestagsbibliothek nur ein Exemplar. So was ständig vergriffen ist, warum nur? Was rumgereicht wird, es erreichte uns dann irgendwann rudimentär, schon abgegriffen. Ja. Und meine Kollegin hat es gelesen und was da zu lesen ist, ist bizarr, es ist gefährlich. Und ich mache jetzt Witze drüber, das ist sehr, sehr ernst, weil er erreicht mit diesen Aussagen, erreicht er Millionen junger Menschen, die offensichtlich auch sich angesprochen fühlen. Und das zeigt natürlich, dass wir, die Frage der Bildung, die Frage, was können wir tun, damit junge Menschen sich auch anderer Quellen bedienen, auch nachfragen, kann das jetzt sein, was der sagt? Ist das so einfach? Oder bin ich nicht einfach, weiß ich nicht, muss ich vielleicht noch ein bisschen üben, irgendeine Frau anzubaggern? Oder lasse ich mich mal von der anbaggern? Oder so wäre ja meine neue Möglichkeit. Ist das wirklich? Und da haben wir eine Menge zu tun. Und da müssen wir auch aufklären, weil das... Verführung wirklich in übelster Form ist. Aber ist es nicht eine Frage, ob ein Land kriegstüchtig werden kann,
sagen wir mal, dass wesentlich von Bionademännern wie mir und anderen repräsentiert wird. Wollen Sie, dass ich uns verteidige? Mit anderen Worten, die Ehrenfeldisierung und Prenzlauer Bergisierung unseres Landes. Ne? Also wahnsinnig sympathische Typen mit drei Kindern und vier Cappuccini im Kinderwagen. Vergessen Sie das Lastenfahrrad nicht. Richtig. Unbedingt. Danke, dass Sie es sagen. Danke, dass Sie es sagen. Ich liebe Lastenfahrräder. Für mich sowas wie ein Öko-SUV. Sie können fahren wie eine gesenkte Sau, aber immer mit gutem Gewissen dabei. Und versperren jeden Fahrradstellplatz. Richtig, so. Und wir alle sehen diese Typen vor uns, die diese Dinger benutzen. Kann Deutschland jemals wieder kriegstüchtig werden? Oder sollten wir uns, ich schließe mich da absolut ein, sollten wir uns nicht einfach eingestehen, es hat keinen Sinn mehr. Wir haben den Feminismus hinter uns, wir sind durchweicht, wir haben für alles Verständnis, wir sind unglaublich liebe Typen, wir sind die beste Männergeneration, die es geben kann. Ist das so? Aber wenn man uns an die Front schickt, lass es einfach bleiben und lass uns einfach sofort bedingungslos Sie kapitulieren. Sie meinen, Sie wären schon auf dem Weg zur Front, wären Sie schon verloren. Weil Sie gar nicht wissen, wo Norden, Süden, Osten ist. Nein, wenn ich schießen müsste, ich würde aus Versehen auf mich selber zielen und würde denken, ich habe den Gegner getroffen. Nein, Sie wären wahrscheinlich in Belgien oder gucken nach Frankreich und denken, warum ist an der Westfront nichts los? Richtig. Ja. Also so ist es. Das wäre in der Tat schwierig. Ist es nicht vorbei mit Kriegstüchtigkeit? Also hat es noch Sinn, von Kriegstüchtigkeit zu reden Ich glaube, um ganz kurz ernst zu werden, wenn Sie mit den jungen Männern und Frauen vor 2,5 Jahren, also noch vor dem 24. Februar 2022 gesprochen hätten, hätte dort jeder gesagt, es will keiner in den Krieg, es ist auch keiner mehr in der Lage und auch bereit dazu, was ja mal prinzipiell eine gute Nachricht ist. Und durch den Überfall Russlands auf die Ukraine wurden die Menschen von jetzt auf gleich konfrontiert mit dem, was hoffentlich wir verhindern können, dass ihre Häuser zerbombt wurden, dass Frauen vergewaltigt werden, Kinder verschleppt werden und auch gefoltert werden. Insofern ist das eine sehr theoretische Frage. Ich bin sicher, und das meine ich jetzt nicht spaßig, dass jeder von uns, losgelöst, wie er gelebt hat, in dem Moment, wo sein unmittelbares Umfeld, Partner, Kinder, Eltern, das Haus, in dem man lebt, die Wohnung, alles zertrümmert würde, dass man dann zu andere Kräfte entfaltet. Da bin ich ganz sicher. Ich glaube, dass jedes Land, jedes Volk bereit wäre, auch sich zu verteidigen. Was gut ist an Pistorius, er hat es ja gesagt, weil kriegstüchtig heißt ja nicht, dass jeder hier stramm steht und schon das Gewehr anlegt, sondern sind wir mental in der Lage, uns darüber im Klaren zu sein, dass 79 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg es zum ersten Mal wieder eine Gefahrenlage gibt, die nicht ausschließt, dass wir angegriffen werden. Und das Tragische ist, dass wir nicht klassisch angegriffen werden, so wie wir das in der Ukraine sehen, sondern dass wir angegriffen werden ja schon längst mit Cyberattacken, Hybrid, in dem Flucht bewusst ausgelöst wird, also Hungersnot ausgelöst wird. Die Felder in der Ukraine, Kornkammer Europas, sind zum großen Teil vermiemt. Das heißt, es kann kein Weizen ausgeführt werden. Da hängen 400 Millionen Menschen dran. Also wenn nur ein Bruchteil derer nicht ernährt werden kann und sich auf den Weg macht, das ist ja das, was Putin will, Druck auf die Grenzen, Druck auf Europa auszuüben. So, und wenn Sie das alles nehmen und jetzt wieder das Auslösen an der serbischen Grenze zu Bosnien-Herzegowina, alles, was wir glaubten, das ist vorbei, das sind ja gezielte viele Angriffe und das läuft bereits. Mhm. Und deswegen sind wir in der Lage, das wahrzunehmen und sind wir bereit, unser Land, und wenn ich jetzt von unserem Land spreche, spreche ich jetzt wirklich europäisch, diesen Kontinent, diese Freiheit, diese Werte am langen Ende zu verteidigen. Und die Frage muss sich jeder stellen, Männer wie Frauen, jung wie alt, sind wir resilient? Und ich würde sagen, dass wir, wenn Sie die letzten 2 Jahre und 3 Monate nehmen, sind wir bei allen Schwächen, bei allen Diskussionen, die wir führen, heute in einem anderen Modus als noch vor 2 Jahren, definitiv. Aber dennoch muss es ja dann eben auch, wie Sie es gerade sagen, es muss ja dann Menschen geben, die diese Verteidigung übernehmen. Und das sind ja nun mal dann Profis, das sind Zeitsoldaten, Berufssoldaten. Sie haben ja mehrfach gesagt, Sie arbeiten sehr gerne auch mit der Bundeswehr zusammen. Aber nun ist die Bundeswehr, sagen wir mal, eine Institution, die aus 2 Richtungen in der Kritik steht. Das eine ist
der Zustand der Bundeswehr, darüber wurde viel gesprochen, aber wenn man sich auch mal anguckt, wie es innerhalb der Bundeswehr aussieht, ich habe mir mal ein paar Zahlen aufgeschrieben, die Zahl der rechtsextremen Verdachtsfälle steigt jedes Jahr. 2019 187, ein Jahr später 235, 2021 262, Siegheilrufe im Freien, Hakenkreuze, Hitlerfotos in Chatgruppen, dazu 350 gemeldete sexuelle Übergriffe, 80% auf Frauen, dabei sind nur 13,2% der Soldatinnen weiblich, die kleinste Gruppe, die am häufigsten zum Opfer wird. Dann das berühmte Schweinskopfwerfen bei einer Party der Eliteeinheit Kommando Spezialkräfte, bei der Soldaten rechtsextreme Lieder brüllen, war im April 2017. 5 Jahre später gab es noch nicht mal ein Disziplinarurteil dazu. Sind es also am Ende doch die Männer vom Schlage Maximilian Krah, die am Ende in diesen Haufen gehen und da mitmachen? Also wenn Sie diese Zahlen nehmen, ist jeder Einzelne zu viel. Auf 184.000 Soldaten sind sie relativ gesehen, prozentual natürlich gering. Dass es immer wieder auch in der Bundeswehr Leute gibt, die so drauf sind, wie sie sind. Übergriffigkeit, ich meine, machen wir uns nichts vor, Übergriffigkeit hat nichts mit Bundeswehr zu tun, Übergriffigkeit haben sie überall, schlimm genug, dass man sich da auch gemeinsam gegen wehren muss und das vor allen Dingen auch entsprechend bestrafen muss. Das ist ohne Frage und das gibt es ja auch in Unternehmen, in Firmen, dass entsprechend das auch deutlich ernster genommen wird. Das heißt, das ist das eine. Die Bundeswehr ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und wenn in Münchner Oktoberfest ein bestimmtes Lied verboten wird, weil man Sorge hat, dass dort Ausländer rausgesungen wird, zeigt das ja, dass das ein gesamtgesellschaftliches Phänomen wird. Ich will das nicht schmälern. Ärgerlich ist, dass das Verfahren bei der Bundeswehr, also die Truppendienstgerichte, extrem langsam arbeiten, weil sie zu wenig Leute haben. Und es geht natürlich nicht, weil eine Reaktion, eine Strafe sollte sofort kommen. Also bewiesen, erst recht bei solchen Fällen. So und nicht 5 Jahre später. Hat auch was damit zu tun, dass dann Zeugen dann auch nicht mehr so sicher sind, war es wirklich so, möglicherweise auch unter Druck gesetzt werden, das weiß man alles nicht, oder sich auch wirklich nicht mehr dran im Detail erinnern. Also wenn dann ein Richter fragt und es sehr detailliert wird, sagen, jetzt bin ich mir doch nicht so sicher. Also das ist aber etwas, was die Bundeswehr jetzt nachholt, dass die Truppengerichtsbarkeit beschleunigt wird. Aber die Bundeswehr ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und wenn wir diese Phänomene in der Gesellschaft haben, was ja auch ein Stück Geschichtsvergessenheit ist oder es gar nicht mehr gelernt zu haben. Wenn Leute Lieder singen und den Arm strecken und sich dabei totlachen, ich meine, da fällt einem nichts mehr ein. Und es ist unsere Aufgabe, das nicht nur mit dem Hammer drauf zu hauen, sondern eben das unter Umständen auch mal, ich bin jetzt keine Erzieherin oder Lehrerin, aber solche Beispiele zu nutzen, um in den Schulklassen, wo 13-, 14-, 15-Jährige sitzen, eben auch klarzumachen, Leute, pass auf, was da gerade passiert, und das mal einzuordnen, würde ich dringend empfehlen, in den Schulen zu besprechen. Wir sprechen ja heute Abend über das Thema Freiheit verteidigen. Und ich habe eine These, die ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Wir haben eine Phase der großen Freiheit, der vielleicht einmaligen Freiheit in der Gegenwart, in den vergangenen 100 Jahren, seit 1989, 1990, 1991, deutsche Wiedervereinigung, Fall des Eisernen Vorhangs, bis in etwa heute. Wenn wir diese Phase einfach nur mal als Prämisse, ob wir sie am Ende halten oder nicht, ist gar nicht wichtig, aber wenn wir diese Phase mal als eine einmalige Phase der Freiheit nehmen. Sicher auch dadurch, dass 1989 der Westen irrtümlicherweise das Gefühl hatte, der Sieger der Geschichte zu sein. Was würden Sie sagen, welches Datum markiert möglicherweise das Ende dieser Freiheitsepoche mehr? Der 24. Februar 2022 oder der 7. Oktober 2023? Der 11. September 2001. Ich würde sagen, der Angriff auf die Vereinigten Staaten war der erste große Bruch, der nämlich auch dieses große USA im Norden, Kanada, eingerahmt vom Atlantik und Pazifik, dass das die westliche Welt zutiefst erschüttert hat und auch schon die erste große Einschränkung war der Reisefreiheit.
also dieses Locker nach in die USA, und da hat sich eine Menge verändert in dieser Gesellschaft, und wir merken, dass sich vieles, was nicht nur Gutes aus den Vereinigten Staaten kommt, immer so zeitversetzt auch bei uns ankommt. Mhm. Ich glaube, das Datum ist ein ganz, ganz relevantes. Mhm. Die Verletzlichkeit der Freiheit, das ist eigentlich das, weil Freiheit ist so etwas Wunderbares, aber sie macht natürlich auch verletzlich, weil Menschen, die frei sind, die im Rechtsstaat leben, sind anfälliger, als wenn der Diktator immer den Knüppel rausholt. Mhm. Und dadurch wird Freiheit besonders gefährdet. Sie sagen jetzt den 24. Februar, nein, es war 10 Jahre vorher. Putin hat zum ersten Mal den Donbass angegriffen 2014. Das war das zweite Datum. Und im Gegensatz zu 9/11, was ja uns alle erschüttert hat, weil es plötzlich so aus dem Zivilen herauskam, also Flugzeuge, die in den World Trade Center stürzen oder fliegen, das ist ja so eine Perversion, die man sich ja gar nicht vorstellen kann. Der erste Angriff Putins auf die Ukraine, das dröhnende Schweigen, das Nicht-Reagieren darauf, nicht wirklich, weder im politischen Bereich noch im journalistischen, noch in der Gesellschaft. Es war unschön, aber eigentlich ging das Leben dann auch weiter. Das zweite Datum, und darauf basiert natürlich, durch die Nichtreaktion, dass Putin sich auch ermutigt fühlte, er könne so weitermachen, und im Grunde sind diese Weicheier hier im Westen, die werden schon nicht reagieren, die wollen ja nicht weiterleben. Also es sind mehrere Abschnitte. Ich würde auch gerne bei dem Thema Russland bleiben, aber da Sie jetzt den 7. Oktober 2023 gar nicht erwähnt haben, frage ich mich, warum, weil es eine andere Dimension eines Konflikts ist. Weil Sie mich noch nicht haben aussprechen lassen. Okay, dann jetzt. Denn der tragische 7. Oktober, der Angriff der Hamas auf Israel, hat vielleicht nicht unmittelbar, aber mittelbar auch mit dem Angriff auf die Ukraine zu tun. Weil viele Dinge, dieser Angriff Russlands auf die Ukraine hat die ganze Welt berührt. Das ist keine Frage mehr des Westens, des Nahen Ostens, die ganze Welt. Ich will es deutlich sagen, steht in Flammen diesbezüglich. Wir haben wieder Diskussionen und Krisenherde, von denen wir geglaubt haben, dass sie in irgendeiner Form, ich war im Januar kurz in Japan, und wenn Sie mit den Japanern sprechen, mit den Sicherheitspolitikern, die sind höchst alarmiert, ein Land, was zutiefst pazifistisch ist, aufgrund der Historie, Opfer der Atombombe gewesen zu sein. Das heißt, in einem wirklich friedlichen Land, wo alle alarmiert sind, das heißt, die ganze Welt. Und das kreiert natürlich auch Nachahmung, also wenn man die Ukraine angreifen kann, ohne dass die Reaktion überschaubar oder heftig ist, dann führte es ja bei dem Angriff der Hamas auf Israel dazu, dass sich alle gefragt haben, wie konnte das passieren? Der Geheimdienst in Israel ist bekannt für seine Präzision, und dann stellt sich eben heraus, dass israelische Soldaten in der Westbank waren, um dort militante Siedler zu schützen, die Grenze zwar elektronisch gesichert war, das ist auch kein Geheimnis mehr, und die wenigen Wachen, die da waren, gesagt haben, da tut sich was, und keiner es ernst nahm. Deswegen ist ja auch der Geheimdienstchef zurückgetreten, aber das wird ja alles noch aufgearbeitet werden. Ja. Also, das heißt, grundsätzliche Konflikte haben sich entladen, wie ein Gewitter, und das macht natürlich die Lage weltweit auch so komplex. Sie haben ein enges Verhältnis zu den USA, das haben Sie auch immer wieder gesagt, dass die USA lange für Sie der Ort waren, wo Sie sich sehen würden, wenn Europa kein lebenswerter Ort mehr wäre, aus welchem Grund auch immer. Sie haben ja auch Ihre Promotion geschrieben über Bilder aus den USA, also über mediale Darstellungen der USA im ZDF-Heute-Journal und in Heute. Das heißt, Ihre Verbindung zu den USA auch als Land der Freiheit, auch als Land, in dem die Freiheit sozusagen am wenigsten gefährdet ist, ist sehr stark. Zugleich sehen wir jetzt die USA seit Trump, die aufgeladenen USA. Wir sehen Putins agieren. Wir sehen insgesamt etwas, was ich beschrieben gesehen habe in einem Text von Ralf Dahrendorf, der ja auch ein großer Liberaler war, der mal geschrieben hat, schon vor vielen Jahren, das 20. Jahrhundert wird im Nachhinein das sozialdemokratische Jahrhundert gewesen sein, und das 21. Jahrhundert wird das Jahrhundert der Autokratie sein. Hat er recht? Ja, ich finde es unglaublich spannend, wie früh er das eingeordnet hat. Kurz zu den USA.
Ja, ich habe eine emotionale Nähe. Das heißt aber nicht zu sehen, was dort nicht funktioniert. Mhm. Also ich bin in den 70er Jahren politisiert worden oder mich begonnen, bin sehr politischen Elternhaus groß geworden. Und die ersten Bilder, die mich auch als junges Mädchen erreichten, waren die Bilder des Vietnamkrieges und dem unsäglichen, diesem Krieg und fortfolgende, auch natürlich der Angriff viel deutlich später in den Irak unter fadenscheinigen Gründen, das ist ja, gehört auch zur Geschichte der Vereinigten Staaten. Aber ich bin eben aufgewachsen in einem Umfeld, wo man den Amerikanern schlichtweg dankbar war, dass sie in den Krieg eingetreten sind, dass sie mit Kriegseintritt die Führungsfiguren waren, die gemeinsam mit den Briten und Franzosen uns von Adolf Hitler befreit haben und die Chance gegeben haben, nicht aus Altruismus heraus, sondern aus Pragmatismus heraus, dass dieses große Deutschland eingebunden werden muss in den Westen, in die Westbindung und Deutschland die Chance bekommt, und das muss man sich mal vorstellen, nach dem, was wir historisch ausgelöst haben, die Tragödien und allein 50 Millionen Menschen, die im Zweiten Weltkrieg ums Leben gekommen sind, uns die Möglichkeit zu geben, zu einer Demokratie zu reifen. Und das werde ich den Vereinigten Staaten, derer, die seinerzeit die Entscheidung hatten, werde ich immer dankbar sein, aus meiner Generation heraus. Mhm. Das ist die Zeit der Autokraten, ist, um darauf zurückzukommen. Ja, das können wir ja sehen. Wir sehen es, nachdem Gorbatschow uns die Einheit beschert hat und geglaubt haben, damit ist die Geschichte geschrieben. Es gab Historiker, die haben wirklich gesagt, die Geschichte ist geschrieben. Ja. Was eigentlich völlig Gaga ist, weil die Geschichte natürlich nie geschrieben ist. Das sieht man ja an unseren Gesichtern und Sie werden auch in 20 Jahren merken, dass man es auch Ihrem Gesichtern ansieht, dass die Geschichte nicht zu Ende ist. Insofern, ja, es ist eine gänzlich andere Zeit und ich glaube, dass wir im Positiven dankbar sein können, dass die Phase Ende des Zweiten Weltkriegs 45, das ist 48 Jahre gedauert hat, 78 Jahre gedauert hat, wenn Sie mal den 2022 nehmen, dem wir eine unglaublich friedliche Zeit hatten. Das ist in der Geschichte der Menschheit, ist der Rhythmus eigentlich deutlich geringer. Genau, wollte ich gerade sagen. Nicht nur zwischen dem Deutsch-Französischen Krieg im 19. Jahrhundert, an der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, da lagen wir gerade, das muss man sich vorstellen, keine drei Jahrzehnte dazwischen. Also meine Großeltern haben bei vollem Bewusstsein zwei Weltkriege erlebt. Also zweimal alles verloren, zweimal wieder angefangen. Und dann kommt unsere Generation in den 50er und 60er geboren und trotz der Mauer war die Angst überschaubar und wir konnten einfach ein gutes Leben, vor allem wenn wir auf der Seite der Mauer lebten. Aber stimmt dann diese These doch, dass die Zeiten der Demokratie, der Freiheit kurze Phasen sind und wir hatten jetzt eine relativ lange, gerade wie Sie es gesagt haben, und müssen wir dann doch sozusagen die Ingeborg-Bachmann-Formulierung umkehren, die Freiheit ist dem Menschen nicht zumutbar. Ist Freiheit eine solche Überlastung, dass früher oder später das autokratische Modell, das mehr Antworten als Fragen stellt, das scheinbar mehr Sicherheiten hat als Unsicherheiten, ist das am Ende dann doch das Modell, dem wir eher zuneigen, weil die Freiheit zu schwer auszuhalten ist? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, Freiheit kann anstrengend sein, weil Freiheit bedeutet, sich selbst zu entscheiden, sich Gedanken darüber zu machen, was lerne ich, was will ich mal machen, wo will ich leben. Freiheit hat auch, mutet den Menschen eben Freiheit zu. Unterm Strich drängen die Menschen nach Freiheit. Die Mauer wäre letztendlich nicht gefallen, vor allen Dingen auch die Wiedervereinigung Europas, dass die Staaten unmittelbar nach Mauerfall des Warschauer Paktes sozusagen mit fliegenden Fahnen sich dem Westen zugewandt haben. Das heißt, der Wunsch nach Freiheit haben sie in der Ukraine, der Wunsch nach Freiheit in Moldawien, in Georgien. Ich könnte Ihnen der sehnlichste Wunsch der Frauen im Iran, sich abzuschütteln, zu leben, wie sie wollen. Der Wunsch auch der Menschen in China, darüber wird relativ wenig berichtet. Es gab in China noch nie so viel Unruhe wie derzeit. Das heißt, letztlich ist die Freiheit die Antriebsfeder der Menschen, weil sie uns mitgegeben ist. Aber man muss eben auch darum ringen und dann kann man auch um Jahrzehnte zurückgeworfen werden. Das ist ja kein Momentum, das kann eben auch ein Jahrzehnt gehen oder zwei Jahrzehnte. Aber der Antrieb, frei zu leben, halte ich für den Urinstinkt eines Menschen, kaum dass er auf der Welt ist. Und es liegt daran, erkennen wir das nach diesen Jahrzehnten des Gemütlichen? Lief ja gut, war alles gut, günstige Energie aus Russland,
der chinesische Markt. Wir konnten alles dahin verkaufen und die Amerikaner haben uns geschützt. Eigentlich coole Zeit und wir waren frei. Aber jetzt plötzlich werden wir gefordert, diese Freiheit in vielen Aspekten neu zu definieren und dafür was zu tun. Und noch ein Gedanke, perfide oder pervers ist natürlich, dass viele Menschen in diese Freiheit geflohen sind, aus der Unfreiheit heraus und nach Jahrzehnten, warum auch immer, nie angekommen sind, vielleicht auch, weil wir sie nie so genommen, weiß man nicht, ist ein schwieriges Thema, die Freiheit nutzen, um Unfreiheit hier hinzubringen. Das ist natürlich jetzt die Krönung. Und da ist die Frage, wie gehen wir jetzt damit um? Und da kann ich nur sagen, und jetzt werde ich wieder sehr deutlich, Achtung an der Bahnsteigkante. Im Rahmen des Rechtsstaates müssen wir jetzt alles aufwarten, damit nicht das sein kann, dass Menschen geflohen sind aus der Unfreiheit, um diese Unfreiheit zu uns zu transportieren. Aber wir müssen, glaube ich, Wir müssen, glaube ich, einpreisen, dass Ihre Rede zur Freiheit natürlich, und da kommt die Handschrift der liberalen Politikerin durch, eine auch von der FDP getränkte Handschrift ist. Denn man könnte auch die Gegenthese vertreten und sagen, es gibt sehr viele Menschen, die nur darauf warten, sich vor irgendeinem Götzen niederzuwerfen, der ihnen sagt, was richtig ist, was falsch ist, wer Freund ist, wer Feind ist, wer dazugehört, wer nicht dazugehört. Ja, aber die wählen SPD eigene oder die Grünen. Und meinen auch die Sie? CDU. Da fallen mir andere Parteien ein. Warum kann es die FDP eigentlich nicht lassen, Opposition in der eigenen Regierung zu bleiben? Ja, eine gute Frage. Eine gute Frage? Ja. Und warum beweisen Sie das so anschaulich? Ich wollte nur mal gerade gucken, wie viele Grünen gewählt haben, sorry. Das ist ja in Köln eine starke. Ich hatte Ihnen mit dieser kleinen Rede so eine schöne Vorlage gegeben, um gegen die AfD, aber Sie müssen gegen die Grünen. Nein, das war kann zu es sein, plump. Dass die FDP im tiefsten Innern nicht regieren will und wie immer so einen Stachel hat, jetzt haben wir die Chance der Macht, jetzt, wir müssen es, irgendwie müssen wir es kaputt machen. Irgendwie kriegen wir diese Chance kaputt, dass wir gerade regieren können. Schauen Sie, im Gegensatz zu einer Ehe, und ich gehe davon aus, dass man grundsätzlich positiv in eine Ehe geht, sind wir ja nicht... Auch da gibt es andere Motive. Zum Beispiel FDP-Motive, Steuervorteile. Ja, aber die hat man ja gar nicht mehr. Die hat man ja gar nicht mehr. Nee. Natürlich. Die hat man ja, nein, das ist ja leider nicht mehr. Ich kenne eine Menge Leute, die gar nicht mehr gemeinsam... Na gut, lassen wir. Ja gut, jetzt sind wir bei Ihrer Kernzielgruppe, den Zahnärzten. Ja. Natürlich, klar, der Zahnarztgattin geht es heute nicht mehr so gut wie früher. Aber ich sag mal, mir... Aber sie fährt noch Porsche, wenn dann richtig das Bild abrunden. Absolut, aber mir als mittelaltem weißen Mann geht es verheiratet immer noch besser, denn es gibt noch immer das verkackte Ehegattensplitting. Das hat auch die FDP nicht abgeschafft. Ich fand das immer gut. Ja, aber gut, davon weil Ihr Mann schlechter verdient hat als Sie. Nee, weil ich schlechter verdient habe als er. Das ist ja egal, wer jetzt von beiden schlechter verdient. Na, der besser verdient, hat die Vorteile. Ja, das ist in der Tat heute... Also haben Sie besser verdient als Ihr Mann. Die Erkenntnis nehmen wir schon mal mit. Nein, das habe ich nicht. Ich hätte es besser verdient, aber ich habe es nicht. Moment. Okay. Was? Sie hätten es besser verdient? Moment. Das ist eine sehr spannende Stelle. Wir kommen jetzt auf die FDP zurück. Sie hätten es besser verdient, besser zu verdienen als Ihr Mann oder Sie hätten was Besseres verdient als Ihren Mann? Nein. Jetzt kommt die große Liebeserklärung. Ich wünsche, dass Sie so viel Glück haben wie ich, weil ich habe Riesenglück gehabt. Ich habe mit meinem Mann, dass er diesen Wahnsinn, den ich hier erlebe, seit Jahrzehnten mitträgt. Ich finde, das ist schon ein Steuervorteil wert. Aber Sie haben mich ja was anderes gefragt, um jetzt wieder die Kurve zu bekommen. Ich hatte die Gegenthese damit aufgestellt. Damit ich auch das Herz des Publikums wieder gewinne und Ihre plumpe Frage beantworte. Die uns dahin gebracht hat, wo wir jetzt sind. Und ich fand diesen Erkenntnisprozess doch sehr spannend. Nein, Sie haben ja mich etwas gefragt und die Frage ist ja berechtigt. Ja. Ob es nicht eine Sehnsucht nach Sicherheit, nach Enge, nach Antworten, nach etwas Festem, was endlich diese Last der Freiheit nimmt. Ob es nicht einen gewissen Teil, und ich rede gar nicht über Deutschland, ich rede ganz allgemein über den Menschen, ob Freiheit nicht auch gerade in unserer Zeit mehr denn je ein Überlastungsphänomen ist oder so wahrgenommen wird. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube nach wie vor, dass die Freiheit für jeden das Größte ist, selbst zu entscheiden, dass man Orientierung will in einer Familie,
dass man tolle Lehrer hatte, Orientierung, Vorbilder, das ist seit Menschengedenken. Was wir aber heute haben, und ich glaube, das macht Freiheit so anstrengend, ist, dass wir einer solchen Informationsflut ausgesetzt sind. Schauen Sie, heute erfährt ein Mensch in einer Woche so viel, wie im Mittelalter ein Mensch in seinem ganzen Leben. So, das heißt, im Mittelalter sind die Leute mit 30, 35, war es das? Jetzt können Sie das mal hochrechnen. Das heißt, die unvorstellbare Informationsflut. Wir kennen das von unserem iPhone, wenn man ein paar Apps hat, es passiert etwas. Und sie werden ständig gepusht mit Nachrichten. Ich glaube, das führt dazu, dass Menschen, die Freiheit haben, auch Informationsfreiheit ist das ja, so viel Dinge jeden Tag, jeden Moment erleben, dass sie sich manchmal wünschen, dass jetzt irgendeiner sagt, jetzt drücken wir mal auf den Ausknopf, den man ja übrigens auch selber drücken könnte, um dann zu sagen, es ist zu viel, ich kann nicht mehr, es ist zu komplex und ich brauche meine Ruhe. Wenn Sie das als definieren, würde ich sagen, ja, da sehen sich die Menschen nach, obwohl sie selber, gehöre ich auch zu, immer wieder aufs iPhone gucken, immer wieder, was passiert bei Insta, hat der Nachbar wieder was Tolles zu essen, warum ist das Steak bei dem viel köstlicher als bei mir? Nee, was haben Sie denn für Nachbarn in Düsseldorf? Ja, ich habe inzwischen gar keine mehr. Gar keine Nachbarn mehr? Nein. Sind die alle weggezogen, ihretwegen? Die sind alle weggezogen. Ja? Nein, sondern dieses Gieren nach Information. Schauen Sie, ganz kurz, mal wieder ernst zu werden. Gestern war in Großbritannien, ist Kate, nun die zukünftige Königin Englands, an Krebs erkrankt, gestern zum ersten Mal nach Monaten wieder aufgetreten. Ich bin unterwegs und mein Handy zeigt mir an, jetzt live, Kate ist wieder da. Da habe ich gedacht, wie pervers ist das eigentlich? Diese Frau, die das gemacht hat, um ihrem Schwiegervater und um die Situation und dann muss das so. Und das meine ich damit. Das heißt, die permanente Flut auch von denen, die das entscheiden. Das heißt ja, offensichtlich sitzen da Leute, die sagen, alle Menschen müssen jetzt wissen, dass Kate wieder ihr Gesicht zeigt. Und ich glaube, dass das etwas mit uns allen macht. Bis dahin, dass wenn man arbeitet, und das kennt jeder von uns, sie konzentrieren sich auf etwas und dann macht es Bing und dann gucken sie, weil ihre Nachbarin gesagt hat, du, mein Quirl ist kaputt, kannst du mir einen leihen. Dann macht es Bing, weil, wie gesagt, irgendjemand gerade eine Story immer Information, Information und ich glaube, das ist wirklich bedrohlich, weil Freiheit, wenn Freiheit dazu führt, dass wir mit der Menge der Information nicht mehr zurechtkommen, nicht weil wir blöd sind, sondern weil wir uns schlichtweg irgendwann zu viel des Guten ist, das ist ein Thema, ich weiß nicht, wie man sowas verändert, um es direkt zu sagen. Ja, aber das sind ja nun alles Folgen eines eigentlich sehr liberalen Prozesses, nämlich das ist ja sozusagen ein Ergebnis dessen, was der Westen auch als Freiheit versprochen hat, nämlich unendliche Informationen. Mittlerweile werden natürlich all die Plattformen, die Sie beschreiben, von Ihren Machern auch massiv missbraucht, nämlich dass Sie das bekommen, wovon die wissen oder aufgrund von Algorithmen glauben zu wissen, dass Sie das sehen wollen, dass Sie mit dem Immergleichen versorgt werden, dass Sie möglichst wenig überrascht werden und wenn dann nur mit dem, was sie irgendwie negativ triggert. So, das heißt im Grunde der Freiheit des Westens beißt sich spätestens an dieser Stelle. Ja, weil sie missbraucht. Richtig, das genau. Ist, also diese riesige Punkt. Freiheit, das Internet war ja mal das Versprechen einer unendlichen Freiheit, wendet sich gegen sich selbst. Aber ich würde gerne mit dem Punkt. Ja gut, aber das ist, wenn ich das gerade sagen darf, das Versprechen Freiheit, das Vernetzen global, Informationen zu bekommen aus allen Ländern, ist ja auch durchaus ein Freiheits- und Friedensversprechen. Denn die Menschen weltweit sehen ja, wie wir zum Beispiel in Europa leben, was Freiheit bedeutet und fangen an, wieso dürfen die eigentlich und wir nicht. Das heißt, dieses weltweite Netz führt auch dazu, dass wirklich in Regionen, die vorher gar nicht wussten, wo ist Europa, wie leben eigentlich Menschen auf der anderen Seite der Erde, plötzlich diese Informationen bekommen und die dann auch danach drängen und streben und sagen, warum dürfen die das nicht? Also das ist nicht das Problem, sondern dass wir, schauen Sie, wenn wir leben in einer Zeit, die ist so, wie sie ist. Da können wir jetzt, wenn mir Leute sagen, früher war alles besser, das ist natürlich absolut Unsinn, weil immer irgendwas Neues kam. Die Frage ist, jetzt breche ich das mal auf Bildung runter. Wenn ich heute meine Enkelkinder sehe, wie die mit einem iPhone umgehen, wie die mit Informationen umgehen,
Und ich erinnere mich, als meine Enkeltochter, die heute 10 ist, klein war und vor dem Fernseher immer wischen wollte, um das Programm zu ändern. Und ich ihr erklärte, nein, dies wischen wir nicht, wir drücken auf einen Knopf. Da habe ich gedacht, die ist jetzt wirklich schon in einer anderen Welt. Ja. Und auf was ich hinaus will, ist, dass parallel, also dass Eltern ihren Kindern Dinge erklären, dass im Kindergarten schon Medienkompetenz vermittelt werden muss, in der Schule weiter vermittelt werden muss, das ist Fakt. Und das findet nicht in der Form statt. Und das kann man jetzt nicht den Lehrerinnen und Lehrern und den Erziehern vorwerfen, weil die stoßen auch irgendwann an die Grenzen. Aber die Geschwindigkeit des Neuen ist so groß, dass in der Pädagogik man kaum hinterherkommt. Und wir müssen natürlich unseren Kindern auch diese Welt erklären. Mit dem Schönen. Und sie können aus jeder... ein Kind lernt ganz früh, Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine Kinder nichts. So, man kann also seine Gabel nutzen, um seine Spaghetti zu essen oder dem Nachbarn in den Rücken zu rammen. Und das, genau das muss ein Kind lernen, dass das eine okay ist und das andere eben nicht. Und wenn wir immer mit neuen Dingen kommen und sie es nicht mehr nachvollziehen können, das ist eine Gefahr für die Freiheit, keine Frage. Aber lassen Sie uns nochmal eine globalere Perspektive einnehmen. Ist diese Freiheit des Westens nicht eigentlich eine zutiefst verlogene? Ist es nicht auch eine Freiheit, die lebt auf Kosten? Entschuldigung, können Sie nochmal klatschen? Ich wollte wissen, wer das gerade war. Okay. Es war eine Welle, die jetzt gekommen wäre. Versuch einer Welle. Nein. Ich wollte die Welle sofort wieder abbrechen, weil es mir zu früh gekommen wäre. Okay. Und ich finde, da kommen noch viel geilere Sätze. Okay. Und ja, dann also, mal los. Ist diese Freiheit des Westens nicht eine zutiefst verlogene, die sich bereichert auf Kosten anderer Erdteile? Ja. Ist diese Doppelmoral des Westens, wir wissen, wie es geht, wir sind die Hochwohlgeborenen, wir haben die Freiheit verstanden und es gibt andere Erdteile, die haben die nicht verstanden und deswegen müssen wir denen mal beibringen, was Freiheit ist, was ja dann auch kolossal gescheitert ist. Und damit komme ich auf Russland, ein Land, in dem man, glaube ich, sagen kann, dass jenseits aller Wahlfälschungen durch Putin es ein Land ist, in dem Sicherheit und die Sicherheit, die eine Führergestalt ausstrahlt, anders bewertet wird und einen höheren Stellenwert hat als bei uns. Und können wir nicht, wenn wir uns diesen gesamten Konflikt angucken zwischen Russland und der Ukraine, wenn wir ihn mal aus russischer Perspektive sehen, können wir da nicht unendlich viel lernen über uns als Westen? Also, ich stelle die provokative Frage, ist Putin nicht das größte Geschenk, das dem freien Westen gemacht werden konnte, und zwar nicht, indem er diesen Krieg führt, wie er ihn führt, sondern indem er eigentlich seit Jahrzehnten uns sehr sensibel mit einem sehr genauen Blick für die Schwächen des Westens, dessen Schwächen vorführt, der Westen aber nicht in der Lage ist, dieses wunderbare Spiegelbild, das ihm gratis frei Haus geliefert wird, zu erkennen und anzuerkennen. Ich nenne Ihnen ein paar konkrete Beispiele. Putin bezeichnete ja 1991 als die größte geopolitische Katastrophe des Jahrhunderts. So, er sagte, als Russland 2008 Südossetien und Abchasien besetzte, bezog er sich auf den Inbegriff aus seiner Sicht der westlichen Heuchelei, nämlich die Menschenrechte. In seiner Erklärung zur Annexion der Krim bediente er sich fast wortgleich der vom Westen unterstützten Unabhängigkeitserklärung des Kosovo, was ihm immer ein Dorn im Auge war. Und so wie sich die USA immer wieder in russische Wahlen eingemischt haben, zum Beispiel als Boris Jelzin mit einem Kredit von Bill Clinton, ein arrangiertes Darlehen, die Wiederwahl ermöglicht wurde, so mischte sich eben Russland 2016 in den US-Wahlkampf ein und unterstützte Donald Trump, als Hillary Clinton antrat. Das heißt, da ist jemand, der sieht sehr genau, wie der Westen drauf ist und gibt ihm einen Zerrspiegel. Und was gibt es, und da spreche ich als Satiriker, Schöneres als einen Zerrspiegel, weil man darin sehr viel lernen kann. Warum ist der Westen blind, die dunklen Seiten seiner Freiheit anzuerkennen und daraus zu lernen und vielleicht vieles von dem zu verhindern, was jetzt in der Ukraine passiert? Also, gut, dass ich heute Nacht nicht lang, aber gut geschlafen habe. Weil Sie haben jetzt natürlich ganz viel durcheinander geworfen. Ich habe eine These. Ja, das war ein Ritt durch Thesen. Ja, das ist Ihnen zuzumuten. Dann fangen wir, ja, ich merke das, das ist okay.
Ich fange mal bei dem an, was Sie gesagt haben. Der Vergleich Russlands und der westlichen Welt. Nein, ich fange an mit der Frage, wie weit der Westen, ob er nicht bigott ist. Ja, das ist er in einer gewissen Weise. Das ist keine Frage. Das Spüren der Menschen, dass der Westen, dass man zu Wohlstand gelangt und nicht zu hinterfragen, wie wir zu Wohlstand gelangen. Also das ganze Thema, wenn Sie sich mit dem afrikanischen Kontinent beschäftigen, wo erst jetzt angefangen wird, mal auf Augenhöhe miteinander zu agieren. Ja, das ist bigott. Das, finde ich, sollte man auch als Fan der Freiheit selbstkritisch sehen, weil nämlich diese Länder, von denen wir gerade sprechen, die seinerzeit Dritte Welt hieß, heute globaler Süden, ein neuer Name, aber wir wissen, welche Länder gemeint sind, sich anfangen zu emanzipieren, weil ihre Regierungschefs nämlich nicht durchaus gut ausgebildet sind, also durchaus in Großbritannien oder in Amerika ausgebildet worden sind, zurückkommen und ihrer Bevölkerung sozusagen etwas anderes bieten als noch ihre Väter und Großväter, die übrigens auch alle vernetzt sind. Sie können durch die Sahelzone reisen, wo die größte Armut ist in Niger. Jeder hat ein iPhone, vom Staat finanziert, gar kein schlechtes Internet. Das heißt, auch die dort wissen, wie in anderen Ländern gelebt wird. Auf was ich hinaus will, ist, das gibt es in Russland null. In Russland gibt es keine Informationen. Das heißt, die Menschen haben ein Intranet, kein Internet. Sie wissen 100 Kilometer östlich von Moskau nicht, was für Alternativen es gäbe, wenn sie denn wollten. Sondern sie leben in größter Armut. Wir haben zu Beginn des Überfalls Russland auf die Ukraine erlebt, wie in den ostukrainischen Städten Soldaten die Toiletten, die Bäder zertrümmert haben, der Menschen, die dort leben, und nach Hause geschrieben haben, warum haben die Wasserklosetts und wir machen immer noch in Löcher. So ein Unterschied. Und wir reden von Ländern, Ukraine, Russland, die historisch engst verbunden sind. Viele Ukrainer, die in Russland leben, umgekehrt. Also Russland ist im Vergleich zu anderen Ländern auf dem europäischen, teilasiatischen Kontinent lebt in einer völlig anderen Zeit. Deswegen widerspreche ich Ihnen, dass Putin der Große ist, der ihnen die Freiheit bringt, sondern ist der, der das bescheidene Leben irgendwie managt. Genau, ich würde auch nie behaupten, dass er Freiheit bringt. Also er ist erfolgreich, weil er Sicherheit verspricht oder eine scheinbare Sicherheit ausstrahlt. Die natürlich nicht da ist. Natürlich nicht. Denn die Russische Föderation, die Länder, die zu Russland gehören, die noch ärmer sind als die Menschen, die im Kern Russland leben, die als erstes übrigens auch in den Krieg geschickt worden, in die Ukraine, und über eine halbe Million sind ums Leben wirklich verheizt worden. Ja. Dafür, dass sie 100 Euro mehr bekommen im Monat. Das zeigt natürlich, das ist ein anderes Weltbild. Mhm. Das muss man wissen, weil die Information hat Russland nicht. Wenn die Russen, ich behaupte das, die Information hätten, die wir haben, also die Möglichkeit hätten, sich ein Bild zu machen und dann eine Meinung zu bilden, wäre der Krieg schon zu Ende. Weil auch dort wollen die Menschen in Frieden und Freiheit, zumindest in Frieden leben. Die Menschen wollen in Frieden leben, so. Und das ist dort nicht gegeben und das weiß Putin. Und er macht ja gerade etwas, was besonders perfide ist. Es sind neue Schulbücher gedruckt worden. Die Kinder in der Grundschule lernen, auch gezielt auf Deutschland gerichtet, 8. Mai 1945, das war der Sieg über das Deutsche Reich. Jetzt stehen die Deutschen wieder vor der Tür. Erst Zweitklässler lernen wieder, am Gewehr ausgebildet zu werden. Putin bildet wirklich ein Volk aus, wirklich sich auf den Krieg vorzubereiten. Und das ist eine Tragödie, um das sozusagen. So, das ist das, was wichtig ist. Jetzt in Ihren langen Ausführungen war das Erste, wie gesagt, dass der Westen durchaus bigott ist. Sie hatten auch vorhin etwas gesagt, das teile ich übrigens, zu glauben, dass man besser oder weiterentwickelt ist. Das wissen wir, das habe ich in den letzten Jahren persönlich auch erlebt. Die Bundeswehr war ja in einigen Einsatzgebieten, um dort übrigens einen wirklich tollen Auftrag zu erfüllen, weil es oft heißt, Afghanistan war alles schrecklich und Mali war alles schrecklich, das ist so zu kurz gegriffen. Afghanistan war ein Einsatz, wo eine Generation von Frauen 20 Jahre lang in Kabul geboren und 20 Jahre lang ausgebildet, studiert, also ihr Leben leben konnten, bis es durch die Taliban wieder kaputt wurde. Was aber vermessen war, war nach 9/11, den Terror dort zu bekämpfen, der auch uns bedroht hat, der kam überwiegend aus Afghanistan, und zu glauben, im zweiten Schritt
unsere westlichen Werte einem Land überzustülpen, die jenseits der Großstädte, jenseits Kabul, in völlig anderer, in mittelalterlichen Strukturen leben. Und auch wir hatten eine Aufklärung, auch wir hatten eine Renaissance. Auch wir sind nicht vom Mittelalter in die digitale Welt gesprungen. Und so gesehen ist das sehr vermessen und funktioniert auch nicht. Wir sehen es jetzt gerade in der Sahelzone, wo vieles, und wenn ich jetzt sage, gut gemeint, ist nicht gut gemacht. Es ist das, der Glaube, dass man einfach Epochen, erzieherische Epochen überspringen kann. Und das kann man nur bedingt. Wir haben das übrigens, um ein positives Beispiel, es gibt ein Projekt in Jordanien an der syrischen Grenze, wo große Flüchtlingslager sind, wo überwiegend junge Knaben sind, die durch ein Programm, was Deutschland unterstützt, durch die jordanische Königin, wo Analphabeten sofort ein iPad bekommen und katapultiert werden in die digitale Zeit. Also nicht Tafel und Handschreiben, sondern es gibt tolle Projekte, aber da sehen Sie, was das für ein... So, und ich glaube, um es auf Putin mal zurückzukommen, er hat lange im Westen gelebt, er ist ein KGB-Mann, er spricht unsere Sprache und er weiß, dass Menschen, die lange in Freiheit leben, die er als dekadent bezeichnen würde, dass das Menschen eben anfällig macht und nicht nochmal resilient genug, auch diese Freiheit zu verteidigen. Und da hat er ja nicht ganz Unrecht, denn 2014 hat er es ja getestet. Und die Reaktion war ja im Gegenteil, es wurde ja dann noch mit ihm über Nord Stream 2 verhandelt. Insofern lernen wir auch gerade sehr viel. Und wenn wir heute von wertegeleiteter Außenpolitik sprechen, dann sage ich Ihnen, ja, wir haben unsere Werte und gerade was Menschenrechte betrifft, wir sollten aber nicht naiv sein. Demokratie, wie wir sie leben und kennen, haben die wenigsten Staaten auf dieser Welt. Und zu glauben, wir fropfen das mal jedem einfach so über, daran glaube ich auch nicht. Wir können sie den Menschen nur nahe bringen und in der Annahme und in dem Glauben, dass sie in einem anderen Zeitrhythmus nachziehen. Aber damit haben Sie meine Frage nicht beantwortet. Warum, ja, weil will der so Westen, kompliziert war. Warum will der Westen diesen Zerspiegel nicht sehen, beziehungsweise warum lernen wir immer erst, wenn es zu spät ist? Weil es musste ja erst dieser Krieg ausbrechen, dass plötzlich westliche Politiker sagten, hätten wir jetzt aber nicht gedacht. Ja, aber wir dachten immer Wandel durch Handel. Aber man hätte ja sehen können, dass das keine Gleichung mit einem Partner ist, gut, der aber die Wandel Frage durch Handel Sie, ja, nicht aber die Frage müssten Sie jetzt unserem Bundespräsidenten zum Beispiel stellen, ohne jetzt hier auf den anderen zu zeigen. Der Kanzleramtschef war Außenminister, der 2016 nach dem Angriff zwei Jahre später, wo das Weißbuch der Bundeswehr neu definiert wurde, dass wir uns jetzt wieder auf Landes- und Bündnisverteidigung konzentrieren müssen, dass er gesagt hat, die NATO übt ja zweimal im Jahr, so wie auch Russland zweimal im Jahr übt, das ist nichts Ungewöhnliches. Und da war eine NATO-Übung in Polen und der damalige Außenminister Steinmeier sagte der NATO, sie soll mal das Säbelrasseln sein lassen. Deswegen laden Sie ihn mal ein und fragen Sie ihn, wie er das seinerzeit sagen konnte. Das war eine militärische Übung, wie alle üben und wie auch die Feuerwehr übt, damit, wenn bei Ihnen die Hütte brennt, es auch schnell gelöscht wird, heißt, das, was Sie sagen, warum lernen wir so spät? Ich glaube, das ist Politik. Das eine ist, dass man immer, jedes Kind fällt erstmal hier die Stufe runter, bis es merkt, scheiße, das tut weh, und das nächste Mal passe ich auf. Das ist das Menschwerden, langsam aufrecht zu gehen. Das andere ist Politik. Wie weitsichtig ist man? Welche Entscheidungen trifft man? Und ich unterstelle, dass Politik, und dazu gehöre ich ja auch, Entscheidungen trifft immer aus dem Jetzt heraus. Und jetzt gibt es natürlich Unterschiede. Die etwas weiter blicken und andere, die wirklich lange geglaubt haben, dass der Handel so einen Wandel bringt, dass es keine Krisen mehr gibt. Und ich unterstelle denen, die das so gesehen haben, dass sie es gut gemeint haben. Es gab aber Momente, da hätte man registrieren müssen, dass das nicht mehr funktioniert. Und der zweite Teil der Geschichte ist eben fahrlässig gewesen. Ist so einzuschätzen. Man könnte auch philosophisch argumentieren mit Hegel, die Eule der Minerva beginnt erst mit der heraufziehenden Dunkelheit ihren Flug. Ja, das klingt ganz toll. Und heißt, ist nichts anderes als das, was Sie gesagt haben, nur auf einer anderen Ebene. Nämlich ja, es ist definitiv auf einer anderen Ebene. Und aber wir sind ja, steht Phil Cologne hinter Ihnen, deswegen darf ich doch einmal Hegel oder nein, so, zack. Nein, ich finde das gut, dass Sie es gemacht haben, damit auch jeder weiß, welche Veranstaltung das hier gerade ist. Das muss man immer wieder, es wurde schon zu viel gelacht für eine philosophische Veranstaltung, ich muss ausgleichen. Ja, nein, ich finde es gut, also Sie sind Ihr Geld wert, keine Frage. Alles klar. Gut. Ja. Eine FDP-Frau... Ja. Eine FDP-Frau bewertet mich nach meinem Kapitalmarktwert. Das war mir fast aber klar. Da ist, man hätte auch auf innere Werte setzen können, Frau Strack-Zimmermann. Das überlasse ich Ihrer Familie. Nein, aber
Menschen sind, wie sie sind, und sie lernen aus dem Momentum heraus. Und man darf ja nicht vergessen, dass unsere Eltern und Großeltern, die andere Erfahrungen gemacht haben, zumindest meiner Generation, so gut wie nicht mehr leben. Das heißt, auch die Generation derer, die uns vielleicht heute sagen könnten, da passiert gerade etwas, wo wir hoch alarmiert sein müssen, was auch nicht mehr lustig ist. Die wenigen, die es noch gibt, sind heute Mitte 90 und 100. Das heißt, die Zeitzeugen verschwinden und mit ihnen auch gelebte Geschichte. Und das ist, ja, das hilft natürlich, wenn Menschen nochmal erzählen, was sie eigentlich erlebt haben, um den Jungen das weiterzugeben, ohne denen Angst zu machen, aber um es einzuordnen. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, da ist jetzt Frau Strack-Zimmermann, die will immer Waffen liefern, die ist total heiß auf Waffen, man weiß auch wieso, aber wir, die wir für Frieden sind, und Sie sprachen selbst davon, auch die Russen wollen in Frieden leben, da müssten wir doch endlich mal aufhören mit diesen verdammten Waffenlieferungen, da müsste man doch einfach mal anerkennen, dass man gegen Russland nun mal nicht gewinnen kann, dass es gar nicht geht, sondern dass man jetzt Friedensverhandlungen führt, weil man ja sieht, es ist ein Krieg, der sich auf lange Zeit hinziehen kann. Es ist ein furchtbares Sterben, also müssen wir doch mit Putin verhandeln, und zwar jetzt. Und es wird nicht so sein, dass die Ukraine so aussieht, wie sie vorher aussah. Es wird gewisse Gebietsabtretungen geben müssen. Man muss mit Putin jetzt reden, und das ganze Geschwätz, er greift Europa an, er greift das Baltikum an, absoluter Schwachsinn. Gut, okay. Geostrategisch überhaupt nicht in seinem Sinne. Das heißt, hier wird, damit Krieg geführt werden kann, damit der Westen im Namen der Freiheit Geld verdienen kann, wird der Krieg am Laufen gehalten, statt dass Sie man endlich aus, mein Leben verhandelt. Also, so. Okay. Und da frage jetzt. Ich natürlich, da sagt natürlich die Sarah Wagenknecht in mir, Agnes, wann wird endlich verhandelt, verdammt nochmal, ich bin Pazifist, Sternchen in. Okay, also wenn wir mit Sarah Wagenknecht beginnen, die ja mal in Düsseldorf kandidiert hat, was tragisch war für die Stadt. Weißt du überhaupt, wo das liegt? Beim Wahlkampf war sie immer nur einmal da und schimpfte über die Königsallee, was, Gott, so kann man auch Wahlkampf machen. Ja. Wohl dem, der eine hat, also eine Königsallee. Sarah Wagenknecht, über die brauchen wir nicht zu reden, Frau Wagenknecht ist, wie sie ist. Mir geht es auch eher um die These. Es geht mehr um die These, genau. Ganz genau. Abgesehen davon, dass Frau Sarah Wagenknecht, die in Ihnen schlummert, deutlich besser rasiert ist als Sie. Aber jetzt mal losgelöst davon. So genau habe ich nicht hingeguckt und will es auch nicht wissen. Ja. Um das Ganze einzuordnen, weil Sie fragen mich natürlich bewusst, und das ist auch nachvollziehbar, weil das ja das ist, mit dem ich seit einem Jahr, zwei Jahren konfrontiert werde. Und das sind natürlich zwei Ebenen. Das eine, Russland hat die Ukraine völkerrechtswidrig überfallen. Punkt. Russland hat es 2014 probiert, hat es 8 Jahre später wieder gemacht, weil Russland davon ausgegangen ist, dass das in wenigen Wochen erledigt ist. Und die Tragödie, dass 2008, Sie sagten das Datum vorhin, Putin das auch angekündigt hat bei der Münchner Sicherheitskonferenz, da wurde das große Russland, Russland, Ukraine, Belarus zu einem großen Reich wieder zusammenschließen. Da hat die Ukraine seinerzeit gesagt, wir möchten Teil der NATO werden, Mitglied. Und Deutschland und Frankreich haben gesagt, nein. Also so viel zu Entscheidungen, die jetzt im Nachhinein müßig sind, ob sie richtig oder falsch waren. Wir wissen heute, dass sie nicht richtig waren. Wir haben zwei Ebenen. Das eine, dass die Ukraine das Recht hat, Völkerrecht an seiner Seite, sich zu wehren. Denn Putin kann diesen Krieg sofort beenden. Ein Befehl und die Armee zieht sich zurück und es ist Frieden. Wenn die Ukraine aufhört zu kämpfen, ist sie von der Landkarte verschwunden. Und da reden wir nicht nur von der Ostukraine, die übrigens so groß ist wie Portugal, sondern da reden wir von der ganzen Ukraine. Zwei Dinge passieren dann. Erstens, Putin fühlt sich bestätigt, man braucht nur langen Atem, Zeit, Menschenleben zählen bei ihm nicht und dann kriege ich, was ich will. Das ist die eine Sache, das heißt, er wird danach die Ukraine in ein paar Jahren wieder angreifen, weil er ja bis zum Westen vordringen will. Er wird, Thema Moldawien, Georgien, wird er so verschlucken und irgendwann wird er auch vor dem Baltikum nicht Halt machen. Und er tariert ja schon aus, wie weit er gehen kann. Also an der estnischen Grenze zur Enklave Kaliningrad werden einfach mal die Grenzpfosten weggenommen. Einfach mal gucken, was so passiert. Unser Luftraum wird ununterbrochen gestört. Finnische Fluglinien erleben, dass ihr Navigationsgerät nicht mehr richtig funktioniert. Alles massive Störungen, das ist alles
Putins Werk, der eben massiv eingreift. So, das zweite ist die Ebene der Verhandlungen. Und wir erleben ja gerade, just an diesem Wochenende geht es zu Ende, die Gespräche, die auf Wunsch der Ukraine zustande kamen, mal auszutarieren. Das waren noch keine Friedensgespräche. Mal auszutarieren, es sind 160 Staaten eingeladen worden, wie könnte eigentlich ein möglicher Frieden aussehen? Und kurz vorher hat die G7 sich getroffen, also die stärksten Länder, wirtschaftsstärksten Länder, die Richtung Putin ganz klar erklärt haben, wir unterstützen die Ukraine, wir lassen nicht zu, dass dieser Imperialismus Erfolg hat. Und zwei Tage später kommen 90 Länder jetzt zusammen in der Schweiz, entgegen der Vermutungen, auch nicht dritt-, viertklassige Mitarbeiter, sondern auch Staatsmänner, um mal auszutarieren, wie, und das ist schon mal ein gutes Signal. Das wird jetzt ein erstes Treffen gewesen sein. Damit wollte der berühmte Westen natürlich mal schauen, die Länder, die durchaus eine Nähe zu Russland haben, aus unterschiedlichen Gründen, wer sitzt mit am Tisch? Leider hat China sofort abgesagt. Trotzdem ist es gut, so etwas zu machen. Ich glaube, darauf aufbauend sind auch erstmal, das Abschlusskommuniqué habe ich noch nicht gelesen, dass man bestimmte Flöcke einschlägt. Ich glaube, dass das ein guter Anfang ist. Aber gleichzeitig muss die Ukraine in die Lage versetzt werden und bleiben, ihr Land zu schützen. Denn es geht ja hier nicht nur um militärische Ziele, es geht darum, dass Russland seit über 2 Jahren gezielt die Ziele angreift, die selbst, es gibt auch im Krieg Regeln, und das sind zivile Ziele. Strom, Elektrizität, Atomkraftwerke bedroht, Einkaufszentren bombardiert, Kindergärten, Schulen platt macht, Krankenhäuser. Ich habe die Ukraine das erste Mal besucht und war in einem Krankenhaus, wo auf einer Ebene nur Kriegsversehrte, also Schwerverletzte waren. Und die sind bewusst in ein ziviles Krankenhaus gelegt worden, weil man Sorge hat, wenn Putin weiß, dass da Soldaten sind, wird das ganze Krankenhaus gesprengt. Das ist die Realität der Ukraine. Das heißt, wir müssen das eine tun, ohne das andere zu lassen. Und dass Putin just jetzt in dem Moment sagt, okay, ich höre jetzt mal auf, unter der Bedingung, dass die Ostukraine, also die 4 Provinzen, meines sind. Und da haben die Staatsmänner bewusst und gesagt, das ist ein vergiftetes Angebot, das ist, wäre eine Kapitulation, das wäre ein Diktatfrieden. Und ein Diktatfrieden, abgesehen mal davon, dass die Ukraine übrigens entscheidet, wie es weitergeht und nicht wir, wäre der Anfang weiterer kriegerischer Auseinandersetzungen vor unserer Haustür. Ja. Ich stimme Ihnen da absolut zu und es lässt sich ja auch, wenn man sich mit Putin beschäftigt, sogar lesen. Also er hat das ja auch aufgeschrieben, er hat es in vielen Reden ja auch gesagt, dass er das so sieht. Es gibt ja in dieser Phase nach 2012 eine Zeit, wo er den gesamten Kreml seinen Haus- und Hofphilosophen lesen ließ, Iwan Iljin, der ja schon vor über 100 Jahren schrieb, wenn der Kommunismus in Russland zusammenbricht, dann wird es ein immerwährendes Chaos geben und nur eine nationale Diktatur kann dafür sorgen, dass es verhindert wird, Russland zu zerstückeln, um es unter westliche Kontrolle zu bringen, es aufzulösen und verschwinden zu lassen. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Teil von Putins Vorgehen, nämlich, dass er eigentlich ein Paradebeispiel einer Angst ist, die sich in einer bestimmten Generation von Machthabern zeigt, nämlich eine Angst davor, dass ein Land verschwindet. Daher diese Sehnsucht nach großem Reich, nach neuen Grenzen, was nach klaren Grenzen. Was aus der zaristischen Zeit stammt. Genau. Da hat sich Russland, was ja das größte Land der Welt ist, es ist ja unglaublich groß, ja. Fliegen 14 Stunden und haben immer noch russische Erde unter sich, 7 Zeitzonen. Und das macht es ja auch so in sich so unlogisch, zu sagen, ihr seid das größte Land. Ja. Lass stecken. Ja. Das, was Sie aber gerade zitiert haben, das beobachten wir auch in China. Auch in China ist seit 2015 wird die Doktrin gelehrt, dass China nicht nur das historisch bedeutendste Weltreich ist, sondern auch nicht in 10, 20 Jahressprüngen denkt, sondern in ganz großen Bögen. Ja. Und sich anfängt vom Westen zu entkoppeln, also die westliche Zusammenarbeit schätzt, solange das westliche Know-how der Volkswirtschaft Chinas nutzt. Aber dahinter kommt schon der nächste nach dem Motto, wir lösen uns vom Westen, weil wir letztendlich qua Bedeutung, das chinesische Weltreich, dass China ein bedeutendes Land ist, historisch gesehen, die Frage stellt sich nicht, dass auch dort gerade unglaubliche Bewegung ist und wir hier immer noch mit Naivität glauben, wir könnten mit China bei aller nachvollziehbaren Handel so weitermachen wie in den letzten 30 Jahren. Mhm. Fatal. Und ich finde, zur Politik gehört, dass wir hier nicht
alle Beziehungen kappen, aber dass wir uns darauf einstellen müssen, und jetzt denke ich europäisch, dass dieser europäische Kontinent, diese Europäische Union, aber auch mit den Partnern in Europa, die nicht in der Union sind, dass wir ein neues Selbstbewusstsein brauchen. Wir sind 450 Millionen Menschen. Wir haben das Potenzial, auch uns neu aufzustellen. Und wenn wir das jetzt nicht hinkriegen, dann wird es ganz dunkel aussehen. Ja, also ich glaube, man kann so, sowohl bei Putin als auch bei Trump und ein bisschen auch in China vielleicht mit Abstrichen eines sehen, nämlich das sind allesamt Machthaber einer ähnlichen Generation, in einem ähnlichen Alter, die eine große Angst haben, vor allem was Grenzen auflöst. Also auch dieser Hass von Putin auf beispielsweise Pornografie, Homosexualität, alles, was sich eben den Grenzen, den klaren Grenzen entzieht. Das, was ja auch bei Trump zu beobachten ist, das erscheint mir ein Signum der Gegenwart zu sein, dass man versucht, all das wieder rückgängig zu machen, was fließender wird, was Identitäten auflöst, neue Identitäten schafft. Und wir leben da sicher in einer Übergangszeit. Sie selber haben mal gesagt, Demokratie und Freiheit sei eine Konstante oder sei etwas, was sich als sehr erfolgreich oder als zusammengehörig erwiesen hat. Und wenn Sie auf China kommen, dann stellt sich ja schon die Frage, ob da nicht ablesbar ist, dass auch andere Modelle offensichtlich eine gewisse Attraktivität haben. Zum Beispiel ein knallharter Staatskapitalismus mit großer Unfreiheit. Oder nehmen wir das Modell Singapur. Auch da ein knallharter Kapitalismus, eine große Freiheit für Expats, für die, die dort Rang und Namen haben, bei größter Unfreiheit für die, die nicht in dieser Liga spielen. Wo eben die Frage ist, ist das kapitalistische Modell in seiner Ehe mit dem demokratischen, im Sinne Dahrendorfs, nicht auch ein bisschen 20. Jahrhundert, genauso wie Demokratie und Freiheit nicht zwangsläufig zusammengehören, sondern gibt es da nicht auch viel gefährlichere Konstellationen, die in China im Moment oder dort im fernen Osten im Moment aufleuchten, wo es gar nicht mehr so sehr um Freiheit geht, sondern um Kapitalismus plus strenge Vorgaben und ein Zusammenleben, das sehr geordnet ist und eben sehr viel Sicherheit zu versprechen scheint? Ich glaube, dass der Kapitalismus, so wie Sie ihn definieren, also dass man mit Geld auch Leute so einfängt, dass sie über diese tiefsinnigen Fragen sich gar nicht mehr definieren. Das erleben wir ja auch. Das ist ja keine Frage. Das ist ja auch unsere Schwäche, nicht nur in Deutschland, auch in Europa, die große Kluft zwischen Arm und Reich. Und damit meine ich richtig reich und wirklich nichts mehr habend. Die Stärke der Bundesrepublik war ja jahrzehntelang, dass diese berühmte Mittelschicht, dass es immer ein paar Leute gibt, die besonders viel haben, interessierte keinen. Aber die Anzahl derer auch, die wenig hatten, war auch relativ klein, sondern es war eine ganz breite Mittelschicht und die wird schmaler. Und das ist in der Tat auch hochgefährlich. Und dass heute Despoten dieser Welt diese Form des Kapitalismus in seiner bösesten Art, das haben Sie ja bei den Oligarchen auch, oder nehmen Sie die Hamas, die in Saus und Braus leben, oder nehmen Sie die Muslimbruderschaft aus dem Iran, die ja alle in Saus und Braus leben, und zwar in einer Dimension, von der ich jetzt uns hier behaupte, das ist eine andere Welt, und gleichzeitig ihr Volk knebeln. Das sind Synopsen, die vor Jahrzehnten noch unvorstellbar waren, aber die sehen wir eindeutig. Und deswegen muss man da auch ran, auch selbstkritisch. Da muss man einfach auch ran und vor allen Dingen auch in diesen Ländern, sei es eben die besagten, die das Geld horten in einer Form und ihr eigenes Volk ausbeuten. Und wir sehen es, dass man eben an die auch ran muss. Deswegen begrüße ich es auch, um was Positives auch wirklich zu lassen, dass jetzt auch der G7-Gipfel sich auch intensiv damit beschäftigt, auch in Deutschland, das Geld der Oligarchen, russisches Geld, das ist juristisch nicht alles so einfach, wir sind ja ein Rechtsstaat, zu nutzen, um die Ukraine wieder aufzubauen. Dass die Revolutionsgarden, besser gesagt aus dem Iran, dass man denen das Geld nimmt, dass man sie wirklich da packt, wo es ihnen richtig wehtut.
Lassen Sie uns zum Schluss vielleicht noch kurz über Freiheit jenseits des Politischen sprechen. Es gibt ja von Isaac Berlin die schöne Aufteilung in Freiheit von und Freiheit zu. Ich habe häufig den Eindruck, wir leben sehr stark in einer Zeit, in der es um Freiheit von geht. Wir wollen frei sein von dem, was uns stört, also eigentlich die niedere Form der Freiheit. Also man kann sich von etwas befreien, das kann auch ein großer emanzipativer Akt sein. Aber wir wollen frei sein von dem, was irgendwie nicht in unser Leben passt und möglichst in einer Bubble leben, in der wir sich selbstverständlich haben. Ja, aber auch frei von Diktatoren, frei von auch Diktat. Das ist schon was Großes. Ja, aber noch größer ist ja die Freiheit zu. Das hat nicht nur den passiven Part, sondern auch den aktiven. Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie, die ich am spannendsten finde, weil sie am wenigsten mir bedacht erscheint, nämlich die Freiheit in. Nämlich ich bin in etwas frei, was heißt, es gibt immer Bedingtheiten, die natürlich da sind, die ich zum Teil nicht ändern kann, aber ich kann mich in diesem vielleicht Bedingten frei bewegen. Ich würde gerne von Ihnen wissen, wovon wären Sie am liebsten frei? Also wovon wären Sie gerne frei von? Ja, frei, komplett frei von der Meinung anderer. Weil Sie die nicht hören wollen? Nö, oder? Weil Sie einengen. Also das heißt, Sie wollen gar keine anderen Meinungen mehr hören? Nein, nein, anders. Sondern ich will alle Meinungen hören und mich auch damit beschäftigen. Ich höre auch durchaus Dinge, die mich zum Nachdenken bringen. Es ist nicht so, dass ich völlig irgendwie irrlichtere. Ja. Aber meine Also nicht so, wie Sarah Wagenknecht sagen würde. Unter anderem. sondern frei zu sein davon, dass man nachts nicht einschläft, weil man eine Meinung von jemand gehört hat und sich darüber ärgert. Sind Sie da so sensibel? Schlafen Sie deshalb nachts nicht ein? Nein, im Gegenteil. Ich schlage ein Ei drauf und sage, so what? Fick dich. Ich schlage ein Ei drauf. Fick dich. Und wozu wären Sie gerne frei? Also dieses Fick dich im Zusammenhang mit dem Ei aufschlagen finde ich auch interessant, Entschuldigung. Ich wollte auf diesem Ei nicht rumreiten, okay, aber ich ahnte, dass es... Ich merke, das Niveau fällt gerade stark ab. Die Konzentration, das Sie haben sich über mein Hegel-Zitat beschwert. Sie dürfen sich nicht wundern, wenn Sie jetzt... Wenn wir jetzt über Eier sprechen. Richtig. Okay. So, das Zweite war? Wozu wären Sie gerne frei? Wozu ich gerne frei wäre? Frei, was zum Beispiel zu tun? Wo ist eine Unfreiheit, die Sie vielleicht nicht überwinden können? Boah, das ist... Jetzt geht es ans Eingemachte. Jetzt geht das Niveau wieder hoch. Das ist so, deswegen habe ich nie Philosophie studiert. Ich habe zwar den Dr. Phil gemacht, weil es irgendwie auch ein bisschen Banane ist. Ja. Schauen Sie. Das merken wir uns, meine Damen und Herren. Das schreibe ich morgen in den Kölner Freiheit, Stadtanzeiger. Nein, das Gute ist ja der... Strack Zimmermann, alles irgendwie Banane auf der Phil Cologne. Ja. Nein. Außerdem Köln scheiße, Düsseldorf geil. Sie wird nie mehr in diese Stadt gelassen. Bitte. Okay, da muss ich mir noch... Gut. Ja, jetzt. Frei von... Sie können auch sagen, das hatten wir schon, Sie fallen zurück. Frei zu. Frei zu. Sie können auch sagen, worin sind Sie frei? Na? Worin ich frei bin? Ja. Dass ich das Glück hatte, so leben zu können, dass ich relativ unabhängig bin. Das ist ein Stück Freiheit. Ja. Das hat auch was mit Wohlstand zu tun. Ja. Das ist ein Stück Freiheit, das ist gar keine Frage. Sie sagen, ich hatte das Glück, Sie haben es also nicht mehr, so kann nur jemand klingen, der nach Brüssel geht. Nein, das ist jetzt zu billig, das ist nicht Ihr Niveau. Das entscheide ich. Nein, das entscheiden die Zuschauer. Ist das ein Niveau? Also, darum geht es nicht, sondern ich hatte das Glück, in eine Familie geboren zu werden, wo sehr stark auf Bildung Wert gelegt wurde. Wo keine Reichtümer gehortet wurden, sondern wo durch Fleiß sich auch viel erarbeitet wurde. Und wo wir Kinder, meine Brüder und ich, wir wurden identisch erzogen. Meine Eltern haben keinen Unterschied in der Ausbildung und in der Erwartungshaltung von meinen Brüdern und mir gemacht. Das ist ein ganz großes Geschenk. Und das kommt ja nicht auf die Welt und sucht sich das aus. Man ist plötzlich auf der Welt und muss irgendwie klarkommen. Und deswegen ist dieses Stück Freiheit... Das habe ich und vor allem, wenn Sie mit 66 nochmal sowas machen, sind Sie natürlich frei, weil ja eigentlich alle in meinem Alter schon im Ruhestand sind. Außer der Kanzler, Frau von der Leyen und ich. Wir sind so. Ja. So, und da stelle ich die ultimative Freiheitsfrage, dass Sie mit 66 nochmal neu anfangen in Brüssel. Mhm. Können Sie nicht anders oder wollen Sie nicht anders? Nein, ich finde es so grandios, dass ich diese Gelegenheit nochmal
haben darf, 5 Jahre internationaler zu arbeiten. Denn die letzten 7 Jahre habe ich aufgrund des Verteidigungsausschusses, aufgrund meiner Arbeit als Vorsitzende dort, war ich in der Welt unterwegs, habe viele Sichtweisen gesehen, auch mal losgelöst der deutschen Sichtweise, also diese Nabelschau, immer ich, wir in Deutschland guckend, sondern mal den Blick von anderen auf uns schauend. Und das ist eine solche Bereicherung, relativiert übrigens auch viel, dass ich die Möglichkeit, noch mal 5 Jahre in einem solchen Umfeld zu arbeiten, einfach ein Glück ist. Und das ist, ja, das ist toll, um es mal ganz simpel auszudrücken. Ich wünsche und Ihnen sehr unphilosophisch. Einfach mega. Cool. Ja, ist mega einfach, cool. Ist mega cool. Ja. Und da kann man auch mal einfach sagen, ich bin in Brüssel, fick dich, Olaf, oder? Also, ich weiß, dass Sie als Gastgeber das letzte Wort haben wollen. Nein, Sie haben das. Sie haben jetzt Gott sei Dank gesagt, fick dich. Und nicht. Stopp. Danke. Okay. Nein, das sage ich gar nicht. Und Sie werden es mir jetzt abnehmen oder auch nicht. Ich habe vor der Aufgabe des Bundeskanzlers irrsinnigen Respekt, weil er natürlich eingebunden ist, er ist am Kabinettstisch, er muss das große Ganze bedenken und das ist schon eine Herausforderung und es gibt keinen, der Kanzler wurde und 70 Tage später greift Putin die Ukraine an. Das muss man einfach, alle, die heute mit in der Regierungsverantwortung sind, muss man auch einmal laut sagen. Das sind krasse Zeiten und diese Welt brennt lichterloh. Und das jetzt einzuordnen. Das ändert nichts daran, und das gehört zu Demokraten dazu, Entscheidungen zu diskutieren. Und deswegen fühle ich mich frei, weiter zu diskutieren. Ich danke Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Dankeschön. Danke.